So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Präsentation Global Legal Cannabis weltweit auf dem Vormarsch hier auf der Mary Jane 2022. Mein Name ist Florian Rister, ich arbeite beim Deutschen Hanfverband als Kampagnenmanager, habe die letzten 10, 15 Jahre den Legalisierungsprozess hier in Deutschland und weltweit beobachtet und begleitet und ein klein bisschen beeinflussen dürfen an der einen oder anderen Stelle und freue mich eben, euch heute ein bisschen was präsentieren zu können zur Entwicklung dieser Welt in den letzten Jahren. Ich habe mir eigentlich was Unmögliches vorgenommen, ja, in 80 Minuten einmal rund um die Welt cannabispolitisch. Das ist ein wilder Ritt, ja, also schnallt euch gut an, es wird vollgepackt mit Informationen, es wird schnell gehen teilweise und ja, ich werde gegebenenfalls nicht alles erwähnen können, was passiert ist in den letzten 5 bis 10 Jahren, weil einfach so wahnsinnig viel passiert ist. Ja, wir erleben gerade, wie sich diese Welt verändert und ich versuche einfach einen groben Überblick zu geben in dieser kurzen Zeit, die mir hier gegeben ist. Und ganz klar, eine fehlende Erwähnung in diesem Vortrag soll keinesfalls bedeuten, dass Ereignisse nicht relevant gewesen wären. Gliederung habe ich relativ simpel gestaltet. Ich fange an mit einem kurzen Prolog über die Situation in der Vergangenheit, wie sich alles entwickelt hat. Nordamerika, Lateinamerika, Karibik, Afrika, Mittlerer Osten, Asien, Europa und zuletzt ein bisschen einen globalen Überblick und eine Conclusion, eine Zusammenfassung, eine Schlussfolgerung aus dem, was ich vorher präsentiert habe. Ja, grundsätzlich ist es euch bekannt, Cannabis ist verboten seit langer Zeit. 1928 gab es das erste Abkommen dazu und 1924/25 die Opiumkonferenz in Genf hat eben mit dazu beigetragen, dass weltweit das Cannabisverbot verankert wurde, dass wir das auf der weltweiten Ebene in den internationalen Verträgen haben. 1937 wurde es in den USA über den Marijuana Tax Act implementiert und dort quasi de facto Cannabis vollständig verboten. Auch der Nutzhanfanbau wurde zunächst verboten. Und ich werde jetzt nicht im Detail auf die Entwicklung eingehen, aber letzten Endes 1964 haben wir dann die Narcotics Single Convention erlebt, die eben das Ganze auf eine UNO-Ebene gehoben hat, wo vorher der Völkerbund zuständig war, war jetzt die UNO zuständig. Und diese Single Convention vereinigt quasi alle vorherigen Drogenabkommen, die es gab. Ende der 60er Jahre gab es in allen westlichen Ländern die Studentenbewegung, wo Cannabiskonsum sehr verbreitet war. Und das hat eben dazu geführt, dass in vielen westlichen Ländern dann auch der Cannabisbesitz zum privaten Konsum kriminalisiert wurde. Vorher haben wir tatsächlich eigentlich nur ein Verbot des Handels meistens gesehen. Und dann fing es eben an, 1971 BTMG in Deutschland und 1972 der sogenannte War on Drugs in den USA unter Nixon, dass ja Konsumenten kriminalisiert wurden und teilweise sehr, sehr hart. Ne? Gerade in den USA haben wir das gesehen, dass Three Strikes and You're Out, also dass Leute tatsächlich, wenn sie das dritte Mal mit einer sehr geringen Menge Cannabis erwischt wurden, direkt ins Gefängnis gegangen sind. Das hat sich weltweit verbreitet, insbesondere durch den Druck der USA. Das letzte weltweite Cannabisverbot haben wir 1997 in Kambodscha gesehen. Und weil es wichtig ist für den weiteren Vortrag, ihr wisst es sowieso alle schon, 2017 kam das Medizinal-Cannabis-Gesetz in Deutschland. Das war natürlich nicht das erste Medizinal-Cannabis-Gesetz weltweit. Es war auch vielleicht nicht das Wichtigste, aber es war sehr, sehr wichtig, wie ich in den folgenden Minuten darlegen werde. Ja, fliegen wir zunächst mal rüber über den Teich nach Nordamerika, denn Nordamerika war sehr, sehr relevant für die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Ich habe es vorhin schon gesagt, seit Jahrzehnten ein weltweiter Motor der Cannabis-Prohibition. Sie haben in allen Ländern der Welt gepusht, dass Cannabis verboten werden muss. Und 1996 hat Kalifornien dann als erster Bundesstaat medizinisches Cannabis legalisiert, hat damit einen Trend gesetzt in den USA. Vorher gab es schon einzelne Städte, San Francisco, einzelne Regionen, in denen besondere Regeln galten, aber das war eben der erste Bundesstaat, der sich offen dem Bundesrecht widersetzt hat und das Cannabisverbot zumindest auf medizinischer Ebene angegriffen hat. Und die meisten von euch wissen, wohin es sich entwickelt hat. Damals war es auf jeden Fall so, dass das Bundesrecht ganz klar ein Verschreibungsmodell, wie es in Deutschland jetzt herrscht, vollkommen unmöglich gemacht hat. Das war völlig undenkbar. Von daher war von vornherein klar, es wird ein Modell geben, bei dem Eigenanbau, Caregiver und Dispensaries die größte Rolle spielen. Wir haben also in Kalifornien und in anderen Bundesstaaten, die legalisiert haben, von Anfang an Modelle gesehen, die, sage ich mal, näher am Schwarzmarkt dran waren, als das, was wir hier in Deutschland in den letzten 5 Jahren gesehen haben. Wichtig, es gab weiterhin Paranoia-Razzien und Verstecken vor der Polizei. Ja, die Grower, die Dispensaries, die waren teilweise weiter sehr vorsichtig, sind nicht in die Medien gegangen, haben keine TV-Interviews gegeben, waren einfach sehr zurückhaltend in ihrer Kommunikation.
Und das hat lange Zeit so gedauert, bis 2009 dieser Mann an die Macht kam. Ihr kennt ihn alle, Barack Obama. Und er hat eben ganz klargestellt, beziehungsweise sein Justizminister Eric Holder hat dann klargestellt, wir wollen die Bundespolizei nicht mehr gegen Grower und gegen Dispensaries einsetzen. Vorher gab es immer wieder Razzien durch die Bundespolizei mit Hubschraubern abgeseilt über den Hanffeldern, härteste Einsätze. Das wurde öffentlich angekündigt, dass es beendet wird. Es wurde nicht hundertprozentig beendet, aber allein diese Ankündigung hat dazu geführt, dass wahnsinnig viele Leute in den USA in die Öffentlichkeit gegangen sind, dass das Thema viel breiter wurde, viel offensiver wurde und wir auch viel mehr davon in Deutschland mitbekommen haben, eben über die Medien. 2010 ist dann die Prop 19 in Kalifornien gescheitert, die das erste Volksbegehren in den USA zur vollständigen Legalisierung von Cannabis war. Ja, ein bedeutender Zeitpunkt. Damals haben viele Leute gehofft, mich eingeschlossen, dass die Kalifornier sich anders entscheiden würden. Es war ganz, ganz knapp. Ja, 49%, 48% waren für die Legalisierung. Und wenn es damals anders gelaufen wäre, wenn die Kalifornier sich damals schon anders entschieden hätten, bin ich mir sicher, wir wären auch in Deutschland schon 1-2 Jahre weiter. Womöglich hätten wir dann jetzt hier schon legales Cannabis. 2012 haben Colorado und Washington dann als erste Bundesstaaten in den USA die vollständige Legalisierung beschlossen. Ihr kennt die Geschichte, die ersten Geschäfte haben 2014 eröffnet. 2018 wurde dann in den USA Nutzhanf und CBD vollständig legalisiert, bis 0,3%. Und in der Zwischenzeit zwischen 2014 und 2018 waren viele weitere Staaten schon dazugekommen. Ne? Das Cannabis verbreitete sich über die USA, das legale Cannabis machte immer mehr Furore, immer mehr Leute redeten darüber. Und ja, mit Rhode Island hat dann jetzt in diesem Jahr 2022 der 20. Bundesstaat Cannabis als Genussmittel legalisiert, wenn wir DC jetzt mal mit einbeschließen, was nicht formal nicht ganz korrekt ist, aber das alles hat auf jeden Fall bei ganz vielen Leuten eine Hoffnung auf bundesweite Änderungen ausgelöst. Wir haben in den USA jetzt immer noch nach Bundesrecht Cannabis illegal. Es hat keinen medizinischen Value laut Recht und man kann es eigentlich quasi gar nicht legal damit arbeiten. Aber in vielen Bundesstaaten gelten eben andere Regelungen und diese komplexe Situation macht das Unternehmen in den USA sehr, sehr schwierig. Also Großunternehmen haben in den USA nicht so leichtes Spiel, jetzt sage ich mal, eine bundesweite Kette aufzuziehen oder bundesweit ihr Cannabis zu verschiffen. Die können nicht einfach Cannabis aus Kalifornien legal nach Oregon bringen oder so. Das ist alles sehr kompliziert. Unglaublich aber wahr, wir haben jetzt 44% aller Amerikaner in legalen Staaten lebend, weil eben insbesondere die Ostküste und die Westküste sehr stark besiedelt ist, sehr starke Wirtschaftszentren auch sind, auch kulturelle Zentren sind in den USA. Als Kalifornien dann legalisiert hat, habe ich damals immer gesagt, okay, jetzt ist der Bann gebrochen, weil jetzt haben wir Hollywood. Ja, wenn in Hollywood Cannabis legal ist, dann breitet sich das überall über die Welt aus. Und mittlerweile kann man das auch in vielen Fernsehserien und Filmen beobachten, dass Cannabiskonsum dort viel normaler, viel entspannter dargestellt wird, als es eben ja in der Vergangenheit der Fall war. Ja, das alles führte dazu, dass wir endlich mal schöne Bilder gesehen haben aus den USA. Nicht immer nur Leute, die im Knast landen, sondern solche Dinge. Ja, auf einmal wurden überall Cannabisplantagen hochgezogen. Farmer haben sich gezeigt, man konnte offen drüber reden. Das war also eine Entwicklung, die, glaube ich, auch hier in Deutschland ganz viele Leute motiviert und mobilisiert hat, das auch zu wollen. Ja, sage ich mal, ein gesunder, positiver Neid entstand. Hier mal eine kleine Statistik zu der Frage, ist der Konsum gestiegen in den Staaten? Es gab jetzt den World Drug Report in diesem Jahr. Ich werde später noch ein paar Ausschnitte daraus zeigen. Daraus ist das. Und da sehen wir eben sehr schön, da sehen wir sehr schön, in Staaten, die nicht Cannabis legalisiert haben, ist der Anstieg des letzten Jahreskonsums, also das ist die helle rosane Linie und des letzten monatlichen Konsums, diese dunkle rote Linie, etwas schwächer gestiegen als in Staaten, die legalisiert haben. Das ist aber ein minimaler Unterschied. Ja, also hier sehen wir ungefähr 220% Anstieg und hier so ungefähr 180-190% Anstieg. Das ist also marginal, sage ich mal statistisch. Grundlegend ist festzuhalten, der Cannabiskonsum steigt in den USA und die Risikowahrnehmung nimmt momentan ab bei den Leuten. Die Leute nehmen Cannabis als weniger gefährlich wahr, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ja, das zu den USA. Jetzt zum vielleicht wichtigsten Akteur in den letzten Jahren, Kanada. Medical Cannabis wurde dort 2001 durchgeklagt von Patienten. Wir haben dann jahrelang erstmal nur Eigenanbau und Caregiver gesehen, also klassische Modelle, wie wir sie auch aus den USA kannten. Und die Patientenzahlen stiegen und dann gab es eben eine konservative Regierung unter Stephen Harper, der die kommerzielle Produktion
pushen wollte und gesagt hat 2014, nein, wir wollen keinen Eigenanbau mehr, wir wollen nur kommerzielle Produktion und kommerzielle Abgabe über Health Canada, also das Äquivalent zur deutschen Cannabis-Agentur. Und dann gab es eben diverse Unternehmen, die gegründet wurden, die sich auf diesen Markt eingestellt haben. Zunächst mal haben eben Patienten ihre Anbaugenehmigung behalten dürfen, die schon eine hatten. Neue haben keine mehr bekommen. Dann haben aber wieder Patienten geklagt und haben dann doch wieder neue Eigenanbaugenehmigungen bekommen. Also im Moment werden auch wieder Eigenanbaugenehmigungen ausgegeben in Kanada für Patienten. Aber der Markt war trotzdem geschaffen. Ja, Unternehmen fingen an zu produzieren. Es wurde ein riesiges Business. Und wir haben schon vor der Legalisierung als Genussmittel im Oktober 2018 erlebt, dass die Börsenkurse von vielen dieser Unternehmen massiv durch die Decke gegangen sind, auch mit Blick auf das, was hier in Deutschland passiert ist in 2017. Ja, mit der Hoffnung auf Deutschland als großen Importmarkt stiegen dort die Aktienkurse durch die Decke. Wir hatten einen riesigen Hype, teilweise hatten wir Unternehmen, die 10 Milliarden, 12 Milliarden an der Börse wert waren, was also ja für ein Unternehmen, das ein landwirtschaftliches Produkt erzeugt letzten Endes, ja, weil Cannabis ist ein landwirtschaftliches Produkt, doch ein relativ extremer Wert war, ja, insbesondere unter der Prämisse, dass eben in den allermeisten Ländern der Welt dieses landwirtschaftliche Produkt weiterhin illegal war. Ja, ein paar Zahlen: Wir haben 2022 in Kanada 264.000 registrierte Patienten gehabt, 47.000 medizinische Grow-Lizenzen für Privatpersonen, das ist also eine riesige Menge. Über 700 lizenzierte Produzenten, die kommerziell medizinisches oder Genussmittel-Cannabis produzieren dürfen. Fast über 1,7 Millionen Quadratmeter Indoor-Produktionsfläche und fast 9 Millionen Quadratmeter Outdoor-Produktionsfläche. Das ist enorm. Und das alles hat dazu geführt, dass wir jetzt eine riesige Überproduktion in Kanada haben. Auch in einigen US-Staaten gibt es große Überproduktionen von Cannabis und das führt im Moment dazu, dass wir einen verstärkten legalen und auch illegalen Export aus diesen Regionen sehen. Ja, also hier in Berlin kommt durchaus auch kalifornisches Cannabis an und kanadisches Cannabis kommt im legalen Markt an, kalifornisches eher im illegalen. Aber so oder so, das Zeug sucht sich seinen Weg. Ja, die Unternehmen und die Produzenten brauchen irgendwie Wege, um ihre Produkte zu verkaufen, weil in Kanada und in Kalifornien sind die Märkte einfach gesättigt. Und das sehen wir an dieser Statistik sehr schön, die eben von der kanadischen Regierung rausgegeben wurde. Das Grüne sind die Produktionsmengen pro Monat an Cannabis quasi. Hier sehen wir 200.000 Kilogramm, also 200 Tonnen wurden hier im Oktober 2020 produziert. Das war der Höchstwert. Danach kam der große Aktiencrash, beziehungsweise der Aktiencrash begann eigentlich schon hier, April, März 2020. Und dann sehen wir aber eben, dass sich der Markt ein bisschen reguliert hat, ein bisschen weniger produziert wurde, wahrscheinlich einige Produzenten pleite gegangen sind und andere eben ihre Produktion reduziert haben. Bedeutend ist auch der lilane Balken, über 1 Million Kilogramm, also über 1.000 Tonnen Cannabis liegen aktuell in Kanada rum. Die warten darauf, irgendwo hinzukommen. So sieht eine kanadische Dispensary aus. Da gibt es kein Cannabis zu sehen, da gibt es nur Verpackungen zu sehen. Ja, und ganz viele Leute gehen davon aus, dass wir in Deutschland eine ähnliche Situation erleben werden, dass man eben fest vorgeschriebene Verpackungen hat, die fest vorgeschriebene Warnhinweise haben und dass wir eben nicht in den Laden gehen und sagen, ja, ich hätte gern 1 Gramm davon und dann packt man einem das irgendwie ab vor Ort, sondern das ist alles schon vorher abgepackt, was gegebenenfalls zu einer gewissen Menge Plastikmüll führen kann, was in Kanada auch zu großen Diskussionen geführt hat. Ja, werden wir mal beobachten, wie sich das hier entwickelt. Gut, fliegen wir mal in die Karibik und nach Lateinamerika. Schönes Wetter, entspannte Stimmung. Und mit Uruguay auch das erste Land der Welt, in dem Cannabis legalisiert wurde. Ihr wisst es alle, 2013 bereits wurde dort ein Gesetz beschlossen unter Präsident José Mujica. Ganz bekannter Mann, weil er auch sehr, sehr bescheiden gelebt hat, ne? Hat in einem sehr alten Auto immer umhergefahren und insgesamt sehr besondere Präsidentschaft gehabt, die in Südamerika sehr viel Beachtung gefunden hat. Und da passte es eben dazu, dass er gesagt hat, nein, ich habe keine Lust mehr, meine Bevölkerung zu kriminalisieren wegen Cannabis. Er hatte damals keine Mehrheit in der Bevölkerung, das muss man wissen. Ja? Also der hat tatsächlich gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung gehandelt, dieses Gesetz beschlossen. 2014 ist es in Kraft getreten, Eigenanbau und CSCs waren sofort am Start. Ja? Wir haben heute hunderte CSCs in ganz Uruguay. Für beides muss man sich anmelden offiziell bei der Regierung. Und 2017 erst, also 3,5 Jahre ungefähr später, haben wir die ersten Verkäufe in Apotheken gesehen. Cannabis in Uruguay wird nur in Apotheken verkauft. THC-Gehalt und Sorten sind sehr begrenzt. Die Sorten werden vom Staat vorgegeben. Zu Beginn war 9% die stärkste Sorte.
ein Bekannter von mir, der eben Uruguayaner ist, hat am Anfang gesagt, ja, das wird doch niemand kaufen, die werden doch darauf sitzen bleiben. Das Gegenteil war der Fall, nach 2 Wochen waren sie ausverkauft. Also auch schwaches Cannabis, was vielleicht auf dem Schwarzmarkt jetzt gefühlt erstmal underrated wäre, kann in einem legalen Markt seine Kunden finden. Und Legalität an sich ist ein Attraktionsfaktor für Käufer. Ja, das ist für mich eine ganz interessante Erfahrung aus dieser Entwicklung dort. Trotzdem weiterhin das Problem, es gibt viel zu wenig Apotheken in Uruguay, die Cannabis verkaufen dürfen. Viele wollen es wahrscheinlich auch nicht. Die geringe Sortenvielfalt ist natürlich für die Konsumenten ein Problem. Und es gibt keine Craft Grower, es gibt nur einzelne große lizenzierte Unternehmer. Das hätte ich zu Kanada noch sagen können. In Kanada von den 700 Produktionslizenzen sind einige auch Craft Grower mittlerweile, die also sehr geringe Mengen, 50 Kilogramm im Jahr oder so produzieren. Und das quasi ja mit besonderer Liebe dann machen und dafür etwas höhere Preise nehmen am Ende. So ähnlich wie halt Craft Beer. Ja, ihr kennt das. Ja, Uruguay, aktuell nur 18 von 19 Provinzen haben überhaupt eine Apotheke, die Cannabis verkauft. Das heißt, in einem großen Teil des Landes muss man sich illegal versorgen oder über Cannabis-Social-Clubs oder über die Pflanzen im Garten. Und über 50% der Verkäufe finden in der Hauptstadt Montevideo statt. 2021 haben wir dann die Message von der Regierung bekommen, okay, der THC-Gehalt steigt, es werden neue Sorten mit aufgenommen und sie diskutieren tatsächlich darüber, ob sie jetzt auch Touristen in die Geschäfte reinlassen. Das wäre also eine Neuigkeit, bisher sind Touristen noch komplett verboten. Jo, wandern wir nach Kolumbien, ein traditionell bekanntes Land der Cannabisproduktion in Südamerika, hat tatsächlich früher... auch viele andere südamerikanische Länder versorgt. Schon in den 60er Jahren war Colombian Gold quasi eine bekannte Sorte und viele andere Sachen. Generell damals halt dann über Pablo Escobar eine sehr große internationale Aufmerksamkeit bekommen, das Land, für seinen Drogenhandel, ja, nicht nur mit Cannabis. Also Pablo Escobar zunächst mal am Anfang nur Cannabis gemacht, ne, dann auch auf Kokain umgestellt. Die USA in den 70er Jahren dann ganz massiven Druck auf Kolumbien ausgeübt, da mit militärischen, harten Mitteln gegen vorzugehen. Dann haben wir eben gesehen, wie Gift über dem Dschungel versprüht wurde und militärische Sondereinsatzkommandos Dörfer zerstört haben, regelrecht. Also wirklich extrem gewaltsame Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung angewendet wurden, um Cannabis- und Kokainanbau zu bekämpfen. Oder Coca-Anbau, muss man sagen. 2015 hat Kolumbien sich entschieden, okay, wir versuchen einen etwas anderen Weg, wir legalisieren mal den Anbau zu medizinischen Zwecken. 2022 hat die Regierung ihr Konzept zum Export finalisiert. Mittlerweile haben wir kolumbisches Cannabis hier in Europa. Ja, also da haben viele Unternehmen lange drauf gewartet. Es gibt auch in Kolumbien große Überproduktionen. Es gibt eine gewisse Überschneidung mit dem grauen Markt oder mit dem schwarzen Markt dort, sodass es eben ja dort eine sehr spannende Situation ist in Kolumbien auf jeden Fall und gleichzeitig viele Unternehmer aber dort auch auf ihren Investitionen sitzen geblieben sind, weil sie lange Zeit nicht exportieren konnten quasi, weil sie ihr Produkt nicht ins Ausland gekriegt haben. Kommen wir in ein anderes klassisches Narkoland, ja, Lateinamerika, Mexiko. Auch hier ganz starke historische Verankerung des Cannabisanbaus. In den USA wurde ja immer wieder das Stereotyp des mexikanischen Cannabiskriminellen quasi geprägt, mit dem das Verbot damals durchgedrückt wurde. Wenn wir in den 30er Jahren uns die Berichterstattung in den USA angucken, da war ganz viel Rassismus drin gegen Mexikaner zielgerichtet. Ja? Und Cannabis, Marihuana, das spanische Wort Marihuana, wurde benutzt eben, um dem Cannabis einen mexikanischen, ausländischen Hauch zu geben, um damit an rassistische Stereotype quasi anzudocken. Das hat aber natürlich ein gewisses, ein kleines Fünkchen Wahrheit drin. Ja, tatsächlich wurde in Mexiko Cannabis damals sehr intensiv gebraucht und hat bis heute eine Verankerung in der Landbevölkerung dort. Auch hier, ähnlich wie in Kolumbien, durch den Druck der USA, massive Repression, ja, Gewalt etc., ihr kennt das Spiel. Und letzten Endes hat diese ganze Gewalt in Mexiko noch stärker vielleicht als in Kolumbien, weil eben Transitland für alle möglichen Substanzen aus Südamerika, dazu geführt, dass Mexiko heute fast schon ja von manchen als Failed State betrachtet wird, in dem einfach Gewalt und Korruption herrscht. Ne? Polizei ist teilweise komplett korrupt. Die Regierung setzt das Militär ein, um gegen die Drogen zu kämpfen, weil die Polizei zu korrupt ist. Ganz, ganz schwierige Situation da. Man sieht ganz viel schwer bewaffnete Soldaten auf den Straßen. Sehr viele Tote, ja mehr Tote jedes Jahr als in Afghanistan zu den Höchstzeiten des Afghanistan-Krieges. Also ganz dramatische Situation und alles letzten Endes aufgrund dieser Drogenprohibition.
2018 hat das oberste Gericht in Mexiko entschieden, wir wollen Cannabis nicht kriminalisieren, zumindest im Eigenbesitz. Cannabisverbot ist verfassungswidrig aus unserer Sicht, also das Verfassungsgericht hat das entschieden, hat einen ganz klaren Auftrag an die Regierung ausgesendet, ihr müsst dieses Gesetz ändern. Und 2021 hat dann das oberste Gericht erneut entschieden, weil die Regierung nicht gehandelt hat, dass Teile des Cannabisverbots sofort unwirksam werden in der Theorie. Man kann sich als Konsument darauf berufen, man kann auch eine Lizenz beantragen in Mexiko, um legal Cannabis besitzen zu dürfen. Das ist aber relativ kompliziert, das macht kaum jemand. Wenn man erwischt wird, kann man auch versuchen, sich auf diese Gerichtsurteile zu berufen, aber eigentlich war der Auftrag an die Regierung ganz klar, ihr müsst ein neues Gesetz formen, in dem das quasi gesetzlich ausdefiniert ist. Das ist bis heute nicht passiert, es gibt weiterhin Repressionen und es gibt weiterhin keinen wirklich legalen Verkauf. Ja, also in Touristenstädten erlebt man teilweise, dass die Headshops und Growshops Cannabis verkaufen, ich habe das selber gesehen jetzt im letzten Jahr, aber es ist nicht vollkommen legal, es ist nicht reguliert, es ist alles ein unregulierter schwarzer Markt und hängt eben sehr stark mit den Narkostrukturen vor Ort zusammen. Tatsächlich mittlerweile auch in Mexiko kalifornisches Import-Cannabis in den Läden, sage ich mal. Ja, also auch hier eine interessante Entwicklung. Jo, kommen wir in ein weiteres traditionelles Cannabis-Land, Jamaika. Ja, wenn wir an Cannabis denken, denken die meisten Leute an Jamaika. Erstmal Reggae, Rasta etc. Ganz klar auch hier eine starke historische Verankerung. Trotzdem lange Zeit extrem harte Strafen, bis zu 5 Jahre Haft für eine geringe Menge. Ja, also tatsächlich extrem hohe Strafen in der Theorie, theoretisch auch Todesstrafen für Handel, wurden in der Praxis meistens nicht umgesetzt. Ja, in der Praxis sind trotzdem die Leute am Strand langgelaufen und haben Ganja verkauft. Ja, aber die theoretisch hohen Strafen haben natürlich dazu geführt, dass es für viele Leute irgendwie bedrohlich wirkte, da einen Joint zu rauchen, irgendwie auf der Straße oder so. Ne? Das hat sich jetzt geändert. 2015 haben wir eine extrem starke Entkriminalisierung in Jamaika gesehen. Bis zu 2 Unzen Cannabis, also ungefähr 60 Gramm, 58 Gramm, droht nur noch eine Geldstrafe. Und komplett legal sind diese 2 Unzen, wenn man Rastafari ist. Ja, was natürlich Auslegungssache ist. Da gibt's ja keinen Eintrag im Passport. Und zur medizinischen Anwendung. Auch das ohne Recommendation, ohne besondere Bürokratien, sage ich mal. Aktuell gibt es ungefähr 20 Medical Dispensaries und mehrere lizenzierte Produzenten in Jamaika. Um in so einer Dispensary einzukaufen, braucht man tatsächlich eine Recommendation. Da muss man vorher zu einem Cannabis-Doktor gehen. Aber die Hauptzielgruppe dieser Geschäfte sind sowieso Touristen, weil die Preise dort sehr hoch sind. Also die meisten Dispensaries haben da wohl so 8 bis 15 Dollar pro Gramm. Das ist nur für Touristen attraktiv. 2021 haben wir den ersten medizinischen Export nach Deutschland gesehen. Und ganz speziell in Jamaika, anders als in jedem anderen Land der Welt, man kann eine Sondergenehmigung beantragen, um Cannabis auf einem Event zu verkaufen. Also die Mary Jane hätte dann zum Beispiel bei der Stadt Berlin anrufen können und sagen, hey, wir haben hier so ein Cannabis-Event, wir wollen da aber auch THC-Cannabis verkaufen. Und dann hätte die Stadt Berlin sagen können, ja, okay, mach das mal. Ja, also quasi eine Sondergenehmigung für ein Event, für einen bestimmten Zeitraum, für einen Ort, das ist international meines Wissens nach ohne Beispiel. Ja, das gibt es nirgendwo anders. Wir springen einmal ganz kurz in der Karibik nach Puerto Rico, ist direkt nebendran. Es ist ein nicht inkorporiertes Gebiet der Vereinigten Staaten. Sie bezeichnen sich gerne als 51. US-Staat. 2017 hat der Hurricane Maria dort die Insel komplett verwüstet. Es gab sehr schwere Schäden, wirtschaftlich sehr große Kosten. Und im gleichen Jahr hat dann die Regierung entschieden, okay, wir legalisieren medizinisches Cannabis. Auch hier 2017, wie gesagt, dieses Jahr immer im Hinterkopf behalten. Heute haben wir dort ungefähr 120.000 registrierte Patienten. Das ist enorm viel für so eine kleine Insel und über 200 Dispensaries. Ich persönlich gehe davon aus, dass von den 120.000 registrierten Patienten relativ viele Touristen sind, die sich nicht mehr auf der Insel aufhalten, aber ich weiß es nicht. 2020 exakt 31 Produzenten, die legal medizinisches Cannabis dort produzieren. Schöne Insel. Ach, bei Jamaika hatte ich noch vergessen, ich habe jetzt kürzlich auf einer Konferenz gelernt, in Jamaika ist Psilocybin komplett legal. Also die Firmen, die dort medizinisches Cannabis anbauen und die Dispensaries, die dort medizinisches Cannabis anbauen, die verkaufen alle auch Pilze. Fand ich ganz spannend. So, wir bewegen uns noch ein bisschen rum in Lateinamerika. Es gibt noch viele andere Entwicklungen in Lateinamerika, die spannend waren, aber das waren so die Key-Issues, sage ich mal, bisher. Brasilien hat 2015 Medical Cannabis erlaubt, unter relativ engen Beschränkungen. 2022 gab es dann einen Gerichtsentscheid, der medizinischen Eigenanbau erlaubt hat.
Jetzt sind wir mal gespannt auf die Bilder. Es wird auf jeden Fall bald die ersten legalen Pflanzen in Brasilien geben, die eben ja privat zu medizinischen Zwecken angebaut werden. Chile, Peru, Argentinien ebenfalls am Start mit Medizinal-Cannabis-Programmen. Nicht so wahnsinnig groß, nicht so wahnsinnig bedeutsam auf dem internationalen Level. Und ganz viele weitere Länder in Lateinamerika diskutieren Änderungen, eben weil ganz viele Länder dort die Erfahrung gemacht haben mit dem Drogenkrieg und genau wissen, okay, dieser von den USA ausgehende Krieg gegen Drogen ist eigentlich ein Krieg gegen unsere Bevölkerung, hat zu wahnsinnigen Schäden hier geführt und wir wollen andere Wege gehen. Springen wir über den Atlantik nach Afrika. Hier ist die Situation ein bisschen anders. Wir haben hier eine deutlich größere Armut noch als in Südamerika in ganz weiten Teilen und eine etwas größere Abhängigkeit von Entwicklungshilfe, die es eben ganz vielen Ländern schwierig macht, überhaupt solche, sage ich mal, etwas kreativen Ansätze zu diskutieren und sich zu überlegen. Im südlichen und westlichen Afrika war Cannabis schon immer verbreitet. Ja, Dagga war da quasi traditionelle Droge von ganz vielen Leuten, vermutlich eingeführt durch indische Händler im 16. Jahrhundert. Auf jeden Fall extrem verbreitet, bis europäische Kolonisatoren da eingegriffen haben und eben ihren eigenen Branntwein, ihren Schnaps quasi pushen wollten und den der Bevölkerung ihr Dagga weggenommen hat, beziehungsweise über irgendwelche Wege, Besteuerung etc. versucht hat, denen dort den Dagga-Konsum auszutreiben. Kann man in einem Museum in Windhoek in Namibia, gibt es da eine kleine Ausstellung dazu, wo man sich das angucken kann, im Nationalen Museum tatsächlich. Die Abhängigkeit der Entwicklungshilfe, wie gesagt, ein ganz großer Faktor in Afrika. In Südamerika ist das ein bisschen einfacher, da sind die Länder doch ein bisschen besser aufgestellt finanziell. Und es gibt eben mehr Vorbilder. Jetzt haben wir in Südafrika tatsächlich das erste Vorbild innerhalb Afrikas, wo sich wirklich etwas tut. 2010 hat da ein Ehepaar, das ich zumindest Julian durfte ich persönlich kennenlernen, wurde dort wegen Eigenanbau verhaftet und hat dann gesagt, nee, wir akzeptieren das nicht. Wir akzeptieren die Strafe nicht, wir gehen ins Verfahren, wir wehren uns dagegen. Sie haben eine Organisation gegründet, Fields of Green for All, und haben international um Spenden gesammelt. Haben also wirklich bei vielen Organisationen und Privatpersonen auf Konferenzen etc. um Spenden geworben und haben es geschafft, da Kapital zu akquirieren, um auf verschiedenen Wegen gegen den Staat zu klagen, auf verschiedenen Ebenen quasi rechtlich. Und haben letzten Endes dann tatsächlich es bis zum Verfassungsgericht geschafft, innerhalb von 8 Jahren. Also hier sieht man auch, man muss einen langen Atem haben. Ja, wenn man so Gerichtsverfahren durchziehen will, dann muss man bereit sein, das auch ein Jahrzehnt oder länger durchzuziehen. In dem Fall 8 Jahre und dann entschied das Verfassungsgericht, okay, Cannabis zum Eigenkonsum wird legal. Die Regierung hat 24 Monate Zeit bekommen, da das umzusetzen. Wir werden es noch öfter hören. Und Julian Stobbs wurde dann leider 2020 bei einem Raubüberfall erschossen. Es war nicht wegen Cannabis, es war wegen anderen Sachen. Und die Regierung hat bis heute den Gesetzentwurf noch nicht umgesetzt. Ja, auch das etwas, was wir noch öfter hören werden. Sehr interessant aber, Medical Cannabis wurde 2017 eingeführt. Die Regierung hier, ähnlich wie in vielen anderen Ländern, auf den Export aus, ja, auf die Arbeitsplätze, auf das Geld. Das ist ein Faktor, der eben in ganz vielen Ländern eine Rolle gespielt hat, dass man zunächst mal gar nicht so sehr darauf geguckt hat, was machen wir denn mit unseren Patienten, wollen wir überhaupt Patienten in unserem Land, wer soll eigentlich Cannabis verschrieben bekommen, sondern dass sehr, sehr schnell auf die Frage der Produktion, der Lizenzen und der Exportbedingungen geguckt wurde. EU-GMP-Produktion läuft bereits und wir gehen davon aus, dass es sehr, sehr bald südafrikanisches Cannabis auch in deutschen Apotheken geben wird. Aktuell immer noch relativ wenig legale Patienten, das dürften mehr werden. Und ganz spannend für die Industrie an sich, sage ich mal, für die Züchter, für die Cannabis-Freaks, THCV ist ein ganz besonderes Cannabinoid, was eben in südafrikanischen oder in Sorten, die aus dem südafrikanischen Raum, sage ich mal, insgesamt kommen, besonders häufig vorkommt, was ganz besondere medizinische Eigenschaften aufweist bei Diabetes, Blutzuckerspiegelregulierung, Appetitreduzierung. Das ist also etwas, was wir noch sehr, sehr viel sehen werden in der nahen Zukunft. Und wo viel mit gezüchtet werden wird, hoffentlich bald, ne, wo das in andere Sorten reingezüchtet wird. Wie gesagt, Südafrika relativ wenig los, was Cannabis angeht, aber jetzt passiert gerade in Marokko etwas. Marokko ist ja einer der Hauptexporteure von illegalem Cannabis. Die meisten hier werden schon mal marokkanisches Haschisch gesehen oder geraucht haben. Seit Jahrzehnten gibt es da de facto eine Tolerierung. Ja, die marokkanische Regierung würde es nie so bezeichnen, aber es ist de facto so. Wenn man ins Riffgebirge reinfährt, ab einem bestimmten Punkt, dann sieht man eigentlich nur noch Hanfpflanzen an jedem Straßenrand und es riecht überall danach und das Zeug liegt auf den Dächern zum Trocknen und es ist einfach da. Ja, und wenn die Polizei wollte, könnte sie, aber sie macht nicht. 2022 hat dann die Regierung die
Legalisierung von medizinischem Cannabis beschlossen. Auch hier sicherlich mit Blick auf die Produktion, mit Blick auf die Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Bisher null Patienten, null Produktion, aber wir gehen davon aus, das wird in den nächsten Jahren losgehen. Und sicherlich hat Marokko da ganz gute Chancen, rein klimatisch und so in die Produktion reinzugehen mit Gewächshäusern. Kann man letzten Endes günstiger medizinisches Cannabis produzieren als Indoor, so wie das hier in Deutschland drei Unternehmen machen. Noch zwei weitere Länder in Afrika haben medizinische Cannabis-Änderungen gemacht, nämlich 2017 Simbabwe und Lesotho. Lesotho ist umzingelt von Südafrika, ist also insofern quasi in dieser südafrikanischen Blase, was seinen öffentlichen Auftritt angeht, konnte sich das insofern trauen. Simbabwe ist sowieso schon international Parias, ist sowieso international unbeliebt, konnte sich das insofern trauen. Allerdings hat Simbabwe es im Endeffekt bis heute nicht wirklich geschafft. Ich weiß nicht, ob eine Produktion läuft. Auf jeden Fall läuft kein Export bisher. Die simbabwische Regierung ist, ja, wie gesagt, international sehr unbeliebt und auch ein bisschen chaotisch intern, hat ganz andere Probleme. Lesotho dagegen hat es geschafft und Lesotho hat als erstes afrikanisches Land die Produktion tatsächlich von medizinischem Cannabis begonnen und auch als erstes afrikanisches Land den Export nach Europa geschafft. Seit 2021 können wir hier afrikanisches Cannabis kaufen. Patienten haben wir aber bisher in beiden Ländern nicht. So, zum Mittleren Osten. Es gab, es gibt noch viele andere afrikanische Länder, die interessant sind aus Cannabis-Perspektive. Elfenbeinküste, Ghana etc. Ganz starker Cannabiskonsum, extrem hohe Verbreitung in der Bevölkerung. Aber politisch leider nicht viel passiert die letzte Zeit. Und wie gesagt, insgesamt hat der Kontinent halt leider Gottes auch viele andere Probleme. So, Mittlerer Osten, Israel. Für viele Leute eben auch ein Mekka, was Cannabis angeht, weil es das erste Land weltweit war, was wirklich die Forschung gepusht hat. Ja, seit den 60er Jahren Forschung zu Cannabis ermöglicht, auch zu medizinischem Cannabis ermöglicht, wo andere Länder noch gesagt haben, nee, du darfst das Zeug noch nicht mal mit der Klemmzange anfassen quasi, ja, geschweige denn unter dein Mikroskop legen, haben die eben gesagt, okay, man kann damit forschen. Raphael Mechoulam ist manchen von euch vielleicht ein Begriff, hat das sehr, sehr stark gepusht am Anfang. Und in den 90er Jahren war es dann eben auch der erste Staat der Welt, der vollständig als Staat, nicht als einzelnes Bundesland, die Nutzung von medizinischem Cannabis erlaubt hat. Viele von euch kennen vielleicht die Doku Auslandsjournal, Cannabis im Altenheim, ganz, ganz berühmt, wo man sieht eben, wie alte Leute in Israel wirklich im Altenheim mit Cannabis behandelt werden, sehr erfolgreich, das in Schokopudding gerührt bekommen und so. Super spannend. Hat hier auch in Deutschland ganz viel Einfluss gehabt, eben weil Israel ja ein international anerkanntes Land ist, ja, das als gleichwertiger Partner irgendwie gilt und ja, glaubwürdig ist mit seiner Forschung und seinem Programm an diesem Punkt. 2017 haben wir eine Erlaubnis für Export gesehen in Israel. Auch dort hatten bestimmte Politiker Hoffnung auf ganz große Gewinne und riesige Mengen, die da produziert und exportiert werden. Bis heute ist das aber nicht geschehen. Es gibt nur sehr geringe Im- und Exporte. Und 2019 wurde dann Cannabis dort entkriminalisiert. Das beinhaltet sogar eine Pflanze in Israel. Jetzt denkt man, naja, eine Pflanze ist ja jetzt nicht sonderlich viel. Tatsächlich nicht, aber wir werden nachher noch sehen, dass eine Pflanze entkriminalisiert ist. Ist doch ein Schritt. Ja, hier in Deutschland haben wir nur Besitz von Cannabis entkriminalisiert. Aber wenn man eine Pflanze entkriminalisiert, dann ermöglicht das noch andere Dinge. Ja, ansonsten, der Libanon hat ähnlich wie Marokko, sage ich mal, aus seiner Tradition der Cannabisproduktion heraus, ja, blonder Libanese, roter Libanese, entschieden, okay, wir wollen auch medizinisches Cannabis produzieren, wir wollen in den legalen Markt irgendwie rein, das war 2020, bis heute auch hier keine Exporte. Viele warten gespannt darauf, es gibt auf jeden Fall mehrere Produktionsstellen, ob da jetzt schon eine Ernte stattgefunden hat, konnte ich leider nicht rausfinden. 2019 hat die Türkei angekündigt, legal medizinisches Cannabis anbauen zu wollen in bestimmten Provinzen. Also sie haben einen Katalog von Provinzen rausgegeben, in dem das stattfinden darf, in den anderen nicht. Bis heute gibt's aber wohl keine ernsthafte Produktion. Ja, und ganz wichtig, Arabische Emirate und Co., da fliegen wir jetzt einfach drüber. Da sollte man nicht zwischenlanden. Das ist nämlich ganz gefährliches Gebiet. Da gehen Leute wegen einem zerquetschten Hanfsamen in den Knast wochenlang. Ja, also ein guter Freund von mir saß 5 Wochen im Knast in Arabischen Emiraten, weil er einen zerquetschten Hanfsamen im Tabakbeutel hatte. Wir bewegen uns weiter in den asiatischen Raum. Traditionell war ja in vielen Regionen Asiens Cannabis auch verbreitet. Ne? Cannabis kommt wohl zeithistorisch aus dem asiatischen Raum, aus dem indischen Raum, Afghanistan etc. Aber zunächst mal eben jetzt Ozeanien, Neuseeland.
hier auch traditionell sehr liberale rechtliche Regelungen. Der Staat war schon immer relativ liberal, was Cannabis angeht. Das ist auch so ein bisschen so eine Hippie-Enklave. Ganz, ganz viele Leute haben sich in den letzten 40, 50 Jahren nach Neuseeland gemacht, die quasi so ein bisschen aussteigen wollten aus dem regulären Leben. Es gibt sehr viele Selbstversorger dort etc. Von daher passt das irgendwie. Es zählt zu den Ländern mit dem höchsten Cannabiskonsum weltweit auch. Ähnlich wie Kanada und Westafrika, ne, was ich vorhin genannt hatte. 2019 wurde dort medizinisches Cannabis legalisiert. 2020 ist ein Volksbegehren zur Legalisierung ganz knapp gescheitert mit 50,7% Nein-Stimmen. Auch das hätte also einen guten Push geben können, wenn das damals durchgegangen wäre, hätte das sicherlich auch international Furore ausgelöst, hätte auch vor allem in Australien viel Wahrnehmung ausgelöst, aber es ist halt leider gescheitert. Aktuell etwa 17.000 Leute haben ein Rezept in Neuseeland von geschätzten 266.000 Cannabis-Patienten. Das zeigt also, ähnlich wie hier in Deutschland, nur ein Bruchteil der Patienten wird erreicht über den legalen Markt. Ein großer Teil versorgt sich weiter auf dem illegalen Markt. Das sieht man auch in der folgenden Zahl. Etwa 500 Packungen Cannabis wurden im März 2022 verschrieben. Also wenn 17.000 Menschen legalen Status als Patient haben, aber nur 500 Packungen in einem Monat verschrieben werden, dann scheinen sich 16.500 Leute irgendwie anderweitig zu versorgen. So wie hier in Deutschland ja auch ganz viele Privatpatienten ja ab und an die Dose auf magische Art und Weise wieder auffüllen quasi. Gehen wir nach Australien, das größere Land im ozeanischen Raum. Hier wurde 2016 ein Gesetz für medizinisches Cannabis erlassen. Erste Anbauflächen zu wissenschaftlichen Zwecken wurden quasi sofort aufgemacht. Das ging sehr, sehr schnell. Das war ja genau die Zeit, als in Deutschland die Debatte lief. 2016 wurde in Deutschland das Medizinal-Cannabis-Gesetz angekündigt. 2017 wurde es hier umgesetzt. Und das war eben genau die Zeit, als dann Australien auch gesagt hat, okay, wir machen das auch. Haben sehr, sehr schnell Lizenzen an Unternehmen vergeben, während Deutschland Jahre brauchte. Einige werden es beobachtet haben damals, ja, das Drama um die Medizinalhanflizenzen. In Australien ging das extrem schnell. Diverse Unternehmen haben eine Lizenz bekommen. Und ja, da läuft eben auch eine ganz solide Produktion bis heute. Export sehen wir jetzt noch nicht so viel. Über 120.000 Special Access Genehmigungen, SAS, für Privatpersonen wurden da jetzt erteilt für Medizinalcannabis. Es gibt also eine gewisse Patientenbasis. Da ist aber Fertigarznei und CBD included. Also ich konnte jetzt leider keine Zahlen nur für THC-Blüten finden. Generell auf jeden Fall Australien auch ein international wahrgenommenes Land in dieser Region, ne, hat sehr, sehr viel Einfluss in der Region, auch in den asiatischen Raum hinein, wird eben als Vertreter des Westens dort gesehen und insofern war das schon auch eine wichtige Entwicklung, die dann in den asiatischen Raum hineingestrahlt hat. Wo wir uns zunächst mal um die weniger schönen Dinge kümmern vielleicht. Viele haben es mitbekommen, in den Philippinen regierte jetzt sechs Jahre lang Duterte, der ja sehr radikal und sehr bösartig war. Er wurde gewählt mit dem Versprechen, die Zahl der Hinrichtungen von Verbrechern verdoppeln zu wollen. Also erstmal zunächst Verbrecher, hat aber gleichzeitig auch angekündigt, er will gegen Drogen kämpfen. Und das Ganze artete dann vollkommen aus in einen extrem harten Krieg gegen Drogen, der nicht ausgeführt wurde von der Polizei weitestgehend, sondern weitestgehend ausgeführt wurde von kriminellen Banden, die ja sich dann einfach alles trauen konnten, die dann keiner staatlichen Verfolgung mehr unterlagen, wenn sie quasi argumentiert haben, ja, aber derjenige hat doch Drogen zu Hause gehabt oder so, ne, dann gab es da wahnsinnig viele Todesfälle, über 7.000 Tote laut Polizeiangaben. Internationale Organisationen gehen davon aus, dass es eher so 3 bis 10 Mal so viel vielleicht waren. Jetzt wurde der gute Mann ersetzt durch seinen Nachfolger Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Der ist leider kein Freund der Bong, sondern auch eher ein Freund der Knarre. Und von daher scheint es dort aktuell nicht weniger radikal zuzugehen. Ganz viele Morde gehen weiter. Die Situation verändert sich momentan nicht. Wir müssen mal abwarten, vielleicht kommt das noch. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus. Und kommen wir zum schöneren Land in Asien, Thailand. Ja, hier haben es wahrscheinlich alle mitbekommen, es ist eine ganz neue Geschichte. Wir haben jetzt gerade die Legalisierung in Thailand, wo auch jahrzehntelang eigentlich extrem scharfe Repressionen galt. Ja, es sind zwar viele Leute nach Thailand gefahren, um dort entspannt Cannabis zu konsumieren, weil es in bestimmten Regionen dann doch wieder quasi keine Polizeiaufmerksamkeit gab und Touristen relativ unbehelligt waren. Aber insgesamt in der Theorie gab es sehr, sehr harte Strafen und man musste eben immer damit rechnen, Probleme zu bekommen. Februar bis Mai 2003 hatten wir da sogar so eine Phase, wo es ähnlich wie in den Philippinen eine scharfe Antidrogenkampagne mit vielen Toten gab. Aber jetzt sehen wir eben den drastischen Wandel.
Die Regierung hat Cannabis legalisiert. Sie haben angekündigt, sie haben eine Million Pflanzen verschenkt an Leute. Es gab anfangs dann eine große Verwirrung. Ja, hä, 0,2% THC, das wirkt doch gar nicht. Die 0,2% THC gelten allerdings nur für Extrakte. Blüten können in jeder beliebigen Stärke dort verkauft werden. Und das hat eben ja zu einem enormen Boom geführt. Unzählige Geschäfte poppen dort gerade auf. Es ist eine relativ unklare Gesetzeslage. Der Staat hat gesagt, naja, ihr macht jetzt erstmal und wir regulieren danach. Ja, also die überlegen jetzt noch, wie sie nachregulieren wollen. Es gab jetzt auch schon Statements vom Premierminister, dass er ein bisschen unzufrieden ist mit der Entwicklung, dass es alles irgendwie ausufert, so ungefähr. Aber im Moment läuft es halt einfach erstmal und ja, die Geschäfte poppen dort auf, das Business läuft. Offensichtlich, nach allen mir vorliegenden Berichten, gibt es Import aus dem Ausland, illegalen Import, ja, weil die Mengen, die da jetzt schon verkauft werden, können eigentlich in der kurzen Zeit nicht produziert worden sein. Es gibt zwar auch jetzt Produktionsanlagen zu Genussmittelzwecken in Thailand, aber die sind ja noch nicht so lange da. Ja, das ist ja alles super schnell gegangen dort. Und von daher, und auch weil, also einmal aus diesem Grund und dann aus dem Grund, dass in den Geschäften teilweise Cali-Weed quasi beworben wird und Produkte als Made in California beworben werden, kann man doch sehr stark schließen, dass hier Importe aus dem Ausland stattfinden. Drittes Argument eben die vorhin von mir genannte Überproduktion in den legalen Ländern. Ja, das Cannabis ist da, das muss irgendwo hin und in Thailand ist jetzt gerade ein wunderbarer Markt dafür geschaffen worden. So, wir springen hierher nach Europa. Erstmal in die Niederlande, auch hier traditionelles Land, wo man drauf guckt, wenn man sich mit Cannabis beschäftigt. Schon gefühlt immer gewesen für mich, ja. Ihr wart sicherlich auch schon mal in einem Coffeeshop, war irgendwie immer das Land, in dem Cannabis legal ist. Und wenn man dann Leuten sagt, nee, es ist da gar nicht legal, dann sind die immer verwirrt und verstehen das gar nicht, weil man kann es da doch kaufen, aber es ist halt nicht legal, es ist toleriert. Ja, die Holländer nennen das gedogen. Das begann in den Ende der 60er Jahre schon, da haben einfach einzelne Leute gesagt, okay, nee, wir verstecken uns jetzt nicht mehr mit unserem Haschischverkauf, wir setzen uns jetzt ins Teehaus oder ins Kaffeehaus hinten an den Tisch, machen ein kleines Schildchen hin und verkaufen da einfach. Und dann hat sich das etabliert, dann hatten bestimmte Teehäuser, waren halt Stamm, hatten ihre Stammdealer, die dann jeden Tag da saßen so und dann hat man da verkauft und die Polizei hat das irgendwie toleriert, weil die Politik gesagt hat, na, wir wollen ja, dass der Cannabishandel getrennt von dem anderen Drogenhandel stattfindet. Ne? Damals in Holland große Heroinepidemie, stärker noch als hier in Deutschland. Und die Politik wollte eben ganz klar die Trennung der Drogen schaffen, wollte die beiden Themen auseinanderhalten. Und so begann dann Holland mit der offiziellen Tolerierung und der Lizenzierung auch der Coffeeshops. Ja, also ihr kennt vielleicht die kleinen grünen Schilder, die Coffeeshops an ihrer Tür haben. Das ist ja eine Form von Lizenz, die der Staat gibt für etwas, was verboten ist. Ja, das könnte man sich in Deutschland kaum vorstellen, aber so ist es. Und das führt eben zu der großen Hintertürproblematik. Die Coffeeshops dürfen legal verkaufen an die Kunden, dürfen aber nicht einkaufen, versorgen sich also komplett über den illegalen Markt, über illegale Produktionsanlagen, illegalen Import. Das alles führt zu Kriminalität und das alles führt zu dem Bild, was ich euch hier davor gezeigt hatte, ja, und was der Spiegel eben in seinem jüngsten Artikel kritisiert hat, dass dort eine sehr große mafiöse Struktur entstanden ist, sehr, sehr große organisierte Kriminalität, die diese Coffeeshops versorgt und die auch andere Drogen importiert und so weiter. Das hängt nicht nur mit der Gesetzgebung zusammen, sondern auch mit der Lage, mit den Häfen und so weiter, ja, die Lage mitten in Europa. Aber natürlich spielt die Gesetzgebung hier auch eine Rolle und hat dazu geführt, dass die Niederlande für viele Leute so ein bisschen zum Drogenmekka wurden in Europa. Früher konnte man in Coffeeshops noch bis zu 30 Gramm kaufen pro Person, ab 16 Jahren, kann man sich heute kaum noch vorstellen, mit einem Zettel von Mutti, der sagt, ja, du kannst im Coffeeshop Gras kaufen gehen, das geht jetzt nicht mehr, jetzt sind es bis zu 5 Gramm pro Person ab 18 Jahren, deswegen klappern die meisten Leute, wenn sie nach Holland fahren, dann halt mehrere Coffeeshops ab. Genau, seit 2003 medizinisches Cannabis in den Niederlanden, damit Vorreiter in Europa gewesen, ja, waren die ersten, es wurde aber auch kaum bemerkt in Europa, weil ja in Holland Cannabis legal ist, wie manche Leute dachten. Und von daher wurde diese medizinische Entwicklung zunächst mal gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und Schätzungen gehen aktuell jetzt von ungefähr 9000 Cannabispatienten aus. Es ist natürlich nicht ganz so attraktiv, sich medizinisches Cannabis verschreiben zu lassen, wenn man auch einfach im Coffeeshop welches kaufen kann, wie es halt hier momentan attraktiv ist.
2012 hat die Bundesregierung in den Niederlanden gesagt, okay, wir erlauben unseren Gemeinden den sogenannten Wietpass einzuführen, also Ausländer aus den Coffeeshops auszuschließen. Ganz besonders grenznahe Städte haben das dann gerne gemacht, weil die tatsächlich unter dem Cannabis-Tourismus leiden. Ja, das ist ein Unterschied, ob jetzt ein Japaner nach Amsterdam fliegt und da eine Woche bleibt und im Hotel nächtigt und in die Restaurants geht und vielleicht auch noch shoppen geht, oder ob ein Deutscher halt über die Grenze fährt, sich 5 Gramm Gras holt, vielleicht noch bei McDonald's was zu essen, den Müll irgendwo hinwirft, nochmal an einen Parkplatz pinkelt und dann nach Hause fährt. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Tourismus, und deswegen haben eben viele Städte an der Grenze gesagt, okay, wir probieren das mal mit diesem Ausländerverbot quasi, ja, und schließen die hier aus. Das hat aber nicht sonderlich gut funktioniert. Dieser Wietpass war zunächst mal so gestaltet, dass auch Holländer sich da registrieren mussten. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil auch Holländer oft keine Lust haben, sich als Cannabiskonsumenten zu registrieren beim Staat. Es ist immer noch ein dämonisiertes Thema in Holland. Ja, es ist nicht unbedingt so, dass man seinem Arbeitgeber oder seinen Nachbarn jetzt unbedingt immer erzählt, dass man Cannabis konsumiert. Das ist schon in manchen Kreisen, wird es, sage ich mal, nicht viel normaler betrachtet, als es hier in Deutschland betrachtet wird. Dieser Wietpass wurde dann später umgewandelt zum sogenannten Eye-Kriterium, also Coffeeshops müssen verschiedene Kriterien erfüllen, damit sie bleiben dürfen, damit sie ihre Lizenz behalten, sie dürfen keine unter 18-Jährigen reinlassen, sie dürfen die Nachbarschaft nicht belästigen und so weiter. Und da wurde dann hinzugefügt, dass bestimmte Städte eben das Eye-Kriterium hinzufügen können für Einwohner, also nur Einwohner dürfen in diesem Coffeeshop einkaufen. Hat auch nicht sonderlich gut funktioniert, weil halt eben Schwarzmarkt gefördert wurde. Dann standen die Dealer direkt vor den Coffeeshops oder mitten in den Fußgängerzonen rum. Ne? In einigen größeren grenznahen Städten, Nijmegen, Maastricht, Venlo, hat man das sehr intensiv gesehen. Ja, wie da wirklich dann hart der offene Schwarzmarkt auf der Straße geblüht hat. Und so haben eben die allermeisten Städte mittlerweile dieses Eye-Kriterium abgeschafft. 2014 wurde der erste und meines Wissens nach aktuell einzige Cannabis Social Club in Holland gegründet, Tree of Life, existiert bis heute ohne rechtliche Probleme, aber auch das halt in Holland kein so extrem attraktives Modell, jetzt sage ich mal, für die Leute, wenn man sich im Coffeeshop versorgen kann oder bei Bekannten, ne? Es gibt ja auch einen florierenden, regulären, traditionellen Markt in Holland, also offensichtlich kein so extrem interessantes Modell, wenn man legalen Zugang schon hat und jahrzehntelang schon hatte. 2019 kam dann eine große Änderung, auf die wir jetzt ganz gespannt warten. Ein Modellprojekt, oder die Regierung hat erstmal die Betäubungsmittelgesetze geändert und hat gesagt, okay, wir erlauben Modellprojekte zum regulierten Anbau. Ja, wir erlauben, dass Cannabis reguliert für die Coffeeshops produziert wird. Da haben jetzt mehrere Unternehmen Lizenzen bekommen. 10 Gemeinden beteiligen sich daran und werden eben dann ihre Coffeeshops zwingen, legales Cannabis aus dieser legalen Produktion zu verkaufen. Die Coffeeshops sind teilweise nicht so begeistert davon, die haben so ein bisschen Sorgen, dass das Cannabis schlechte Qualität haben könnte, dass sie ihre Kunden verlieren an den traditionellen Markt, ne, dass der traditionelle Markt besser ist vielleicht. Aber im Prinzip aus unserer Sicht als Handverband ist es natürlich eine ganz gute Entwicklung, dass regulierte Produktion stattfindet, dass Qualität gesichert wird, dass wir nicht eben weiter Schwarzmarkt-Cannabis in semi-legalen Geschäften kaufen, wo Leute denken, sie hätten ein sicheres Produkt, dann aber am Ende vielleicht Pestizide haben, Schimmel oder andere Probleme eben, ne, andere Verunreinigungen im Produkt sind. Das ist also grundsätzlich eine ganz gute Entwicklung. Wir sind ganz gespannt. Man kann davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten dazu mehr in den Medien sein wird. Großbritannien. 2004 hatte die damalige britische Regierung, das war damals Labour, Cannabis zur Klasse C-Substanz runtergestuft, also quasi mehr oder weniger fast schon eine Ordnungswidrigkeit. 2009 wurde es dann wieder zur Klasse B angehoben. Das hat ein gewisses Chaos ausgelöst in der britischen Cannabis-Szene. Ganz viele Leute hatten sich vorher quasi schon in die Öffentlichkeit begeben oder haben sich offener mit ihrem Leben, sage ich mal, mit Cannabis beschäftigt. Und diese Rückstufung war dann natürlich, ja, man kann die Katze nicht wieder in den Sack stopfen, ja, wenn sie einmal raus ist. Das ist ganz schwierig. Und so ist eben seitdem in Großbritannien, wenn ich das von hier mit Deutschland vergleiche, eine viel offenere und in manchen Teilen ehrlichere Debatte, weil halt viel mehr Konsumenten sich zu ihrem Konsum bekennen. Ja, wenn man Social Media guckt, wenn man auch Medien guckt. Wir haben dann ganz viele Patienten gehabt, die sich auch mit ihren Grows gezeigt haben in Großbritannien und die dann keine Razzien bekommen haben. Das war eine ganz spannende Kampagne, die dann eben so ab 2016 lief.
Bedeutsam zu Großbritannien, GW Pharmaceutical ist der größte Produzent und Exporteur von Cannabis weltweit. Großbritannien ist damit der größte und größte Produzent von legalem Cannabis und Exporteur weltweit. Allerdings halt alles Sativex, keine Blüten. Ne? Aber trotzdem, das erfolgreichste Cannabispräparat auf der ganzen Welt wird in ganz vielen Ländern weltweit mittlerweile verschrieben, kann in Deutschland auch für Multiple Sklerose verschrieben werden. Also ja, ein Blockbuster, wie man in der Medizinalsprache so gerne sagt. Wie gesagt, 2016 bis 18 lief dann eine sehr starke Kampagne. Eltern, die mit ihren Tourette-kranken Kindern in die Medien gegangen sind, denen Cannabis geholfen hat. Patienten, die ihre Grows gezeigt haben. Solche Geschichten, ja, sehr offensive Medienarbeit. Und dann wurde eben 2018 medizinisches Cannabis legalisiert, allerdings unter extrem engen Voraussetzungen, sodass wir ein Jahr später nur etwas mehr als 100 Patienten hatten. Eine aktuelle Zahl habe ich jetzt nicht, aber es ist nicht viel leichter geworden oder es ist gar nicht leichter geworden, ein Rezept zu erhalten. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass da schon deutlich viel mehr Patienten sind. Sehr, sehr spannend. Aus dieser Geschichte heraus von 2004 bis 2009 gibt es in vielen britischen Städten Cannabis-Social-Clubs. Das weiß hierzulande kaum jemand. Ja, man kennt das aus Spanien. In Großbritannien gibt es das Phänomen auch, aber komplett illegal. Ja, also die werden nicht toleriert. Ich war in einem drin in London, da ist man durch drei Metalltüren gegangen. Hinter der zweiten fing es dann an zu riechen und dann haben da alle gesessen und gekifft und dann nach 3-4 Stunden oder irgendwann im Lauf des Abends kam dann der Dealer vorbei mit einem Koffer und hat sich eine Stunde lang dahingesetzt, hat eine Stunde lang verkauft, hat dann seinen Koffer wieder zusammengeklappt und ist wieder gegangen. Das heißt, anders als in Spanien hat man nicht die Situation, die Ware ist die ganze Zeit im Clubhaus und bei einer Razzia kann jederzeit die Ware gefunden werden. Sondern, ja, der Händler kommt quasi nur zu einem bestimmten Zeitpunkt rein, reduziert dadurch sein persönliches Risiko, versorgt aber die Clubmitglieder trotzdem mit hoher Qualität und günstigen Preisen. Und die Clubmitglieder haben einen Ort, wo sie sich aufhalten können, ja, wo sie soziales Miteinander leben können. Ja. Also in meinen Augen ein sehr interessantes Modell. Vielleicht werden wir ähnliche Dinge ja in den nächsten 1-2 Jahren auch in Deutschland sehen. Vielleicht ja auch schon vor der Legalisierung. Ja. Ich bin gespannt. Luxemburg war auch sehr viel in den Medien, weil 2018 die Regierung angekündigt hat, Cannabis legalisieren zu wollen. Seit 2001 ist es dort schon weitgehend entkriminalisiert für den Privatbesitz. Aber dann kam eben 2017 der große Aktienboom. Ich hatte es ja beschrieben, ne? Wegen der Legalisierung von Medizinalhanf in Deutschland sind die Aktien durch die Decke geschossen. Und dann hat auf einmal diese komische Firma in Luxemburg, Clearstream, sich gedacht, wir können ja nicht Leuten erlauben, über unser Unternehmen Geld in etwas zu investieren, was in dem Land, in dem wir unsere Firma registriert haben, illegal ist. Das geht für uns nicht, das wollten die nicht. Und dann haben sie angekündigt in der Öffentlichkeit, okay, man kann über uns keine Cannabis-Aktien mehr kaufen. Dann ging ein kleiner Aufschrei irgendwie durch die Cannabis-Szene. Ne? Ganz viele Leute hatten Angst, oh, kann ich denn meine Aktien jetzt überhaupt noch verkaufen? Ja, kann ich nochmal neue kaufen? Wie geht das jetzt weiter? Weil über Clearstream tatsächlich 80-90% des Aktienhandels abgewickelt werden. Man merkt das gar nicht, man kriegt das gar nicht mit. Aber diese Firma wickelt halt eben einen guten Teil der Aktien ab, die man an der kanadischen oder an der US-amerikanischen Börse kauft von hier aus. Das führte dazu, dass die Regierung dann, ich vermute und ganz viele Experten vermuten, dass das eben der entscheidende Faktor war, der die Regierung motiviert hat zu sagen, okay, wir wollen auch hier medizinisches Cannabis haben wir wollen auch hier Recreational Cannabis legal haben, weil es ging ja um Unternehmen, die Recreational Cannabis verkaufen in Kanada. Ja, das muss man sich bewusst machen. Es ging dann schon eben darum, okay, in Kanada wird Recreational legalisiert. Das war damals angekündigt, noch nicht durchgeführt. Und wir müssen irgendwie es unserem Unternehmen Clearstream hier ermöglichen, weiter an diesem Aktienhandel zu partizipieren, bei dem es ja um Milliarden ging. Das waren riesige Summen damals. Ja. Und mutmaßlich war das ein entscheidender Faktor für die luxemburgische Regierung, die dann innerhalb von 3 Jahren irgendwie an diesem Gesetz rumgedoktert hat. Ich habe damals den Gesundheitsminister mal auf einer Messe getroffen, der war völlig begeistert, dass sie das machen werden und war auch völlig überzeugt, dass sie das machen werden, Cannabis vollständig zu legalisieren mit Shops und so weiter und so fort. Das war 2018 eben. Und 2021 kam dann die Meldung nach 3 Jahren hin und her irgendwie, nee, okay, wir legalisieren doch nicht. Ja, wir machen dann doch eine kleine Regelung, wir machen 4 Pflanzen pro Haushalt legal. Nicht toleriert, nicht entkriminalisiert, sondern legal. Aber wir machen keinen legalen Handel, weil das eben gegen internationale Verträge verstoßen würde. Ja, man hat die internationalen Verträge und da spricht das irgendwie dagegen. Jetzt fragt mich nicht, wie das jetzt genügen soll, um dieses Clearstream-Problem aus der Welt zu schaffen. Das müssen die Manager bei Clearstream beantworten. Ich weiß es nicht, aber das ist die aktuelle Situation in Luxemburg.
Und ja, auf unserer Cannabis-Normalkonferenz vom Deutschen Hanfverband war schon jemand, der ganz begeistert erzählt hat, jo, bei mir stehen schon 4 Pflanzen auf dem Balkon. Ja, also es geht da jetzt schon los. Belgien, auch ein sehr spannendes Land, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. 3 Gramm und eine Pflanze gelten dort als entkriminalisiert. Ja, wir hatten es vorhin, eine Pflanze entkriminalisiert ist ein großer Schritt, weil das ermöglicht Cannabis-Social-Clubs. 2006 wurde der erste CSC in Belgien gegründet, der sich ja bis vor kurzem tatsächlich gehalten hat, Trektuf plant. Und die haben eben gesagt, okay, wenn ich eine Pflanze zu Hause haben kann, ohne dass das ein Grund ist für Strafverfolgung, ja, das ist zwar nicht legal, ich darf die nicht besetzen, die kann mir weggenommen werden, aber es ist kein Grund für eine Strafverfolgung. Dann machen wir das doch mal als Club. Ja, dann machen wir das doch zusammen. Dann schließen wir uns zusammen und dann haben wir halt 10 Mitglieder oder 50 oder 100 Mitglieder und haben die dementsprechende Anzahl an Pflanzen. Haben also ein ganz anderes Modell als in Spanien. Die haben dann einzelne Grower, also ein Grower baut 9 Pflanzen bei sich zu Hause in der Homebox an. An jeder Pflanze hängt ein Zettel mit einem Namen von einem Clubmitglied. Vorne an der Homebox hängt ein Schild. Dies ist ein Anbau vom Trektuf-Plant. Und die einzelnen Patienten kriegen dann nicht nur die Blüten, also die bezahlen einen Jahresbeitrag, bezahlen nicht pro Gramm wie in Spanien oder so, sondern bezahlen einen Jahresbeitrag, kriegen dann die Blüten und die Wurzeln und den Stängel, also kriegen alles quasi, was an der Pflanze dran ist, aber getrocknet und fertig manikürt und einsatzfertig quasi, ne? Ganz spannendes Modell aus meiner Sicht. Mehrere CSCs sind in Belgien gefolgt diesem Modell. Allerdings gab es dann bei verschiedenen davon Razzien, die das vielleicht nicht ganz so schlau aufgezogen haben. Nur Trektuf plant und der ein assoziierter Club, Mambo Social Club, die kannten sich beide gegenseitig sehr gut, waren personell sehr vernetzt. Die haben überlebt bis vor 4 Jahren, 5 Jahren. Dann eben eine Großrazzia bei mehreren Clubs stattgefunden hat, aber insbesondere bei den beiden und bei ganz vielen Gärtnern, wo man nicht genau weiß, wie die an die Daten rangekommen sind, denn die waren ja nicht öffentlich. Die Gärtner haben sich ja nicht öffentlich geoutet, sondern die waren geheim. Ja, das waren clandestine Grower, die für diese Clubs gegrowt haben. Und von daher ist die spannende Frage, wie sind die Daten die Behörden da rangekommen? Aber tatsächlich hat das im Prinzip die öffentliche Tätigkeit der beiden Clubs beendet. Ob die im kleinen Privat für ihre Mitglieder noch tätig sind, kann ich nicht beurteilen, aber die öffentliche Tätigkeit ist beendet. Und ja, der Gründer von Trektuf Plant, Joop Omen, ist auch 2016 verstorben. Das führte sicherlich mit dazu, dass dort viele Strukturen nicht mehr so funktioniert haben, wie sie vorher funktioniert hatten und dadurch vielleicht ja Angriffsstellen, sage ich mal, für den Staat entstanden sind. Kommen wir in die Schweiz. Schweiz bis heute ein ganz entscheidendes Land, was Cannabis angeht, aus einer Vielzahl von Gründen. Fangen wir mal an, Ende der 90er Jahre gab es dort die Duftsäckchen. Ja, ich selber habe als junger Bub in der Schweiz irgendwie Cannabis gekauft als Duftprodukt. Da war dann ein Aufkleber drauf, so Plastiktütchen, Aufkleber, dies ist nur ein Duftprodukt, Rauchen verboten, Exportieren verboten etc. Man konnte unbegrenzte Mengen kaufen, es war alles sehr, sehr locker, die Unternehmen haben Werbung gemacht, Basel war voll mit Werbungen für Cannabis-Läden damals, es gab mehr als 100 Läden auf jeden Fall in Basel, also das war hauptsächlich ein Phänomen der deutschsprachigen Schweiz damals und endete aber 2002 aufgrund von massiver negativer Berichterstattung. Ganz viele Medien haben eben berichtet, was für Probleme damit einhergehen, dass eben Jugendliche auch Zugang hatten zu diesen Duftsäckchen, dass damals auch zunehmend organisierte Kriminalität entstand. Ne, Holländer haben dann viel investiert in den Schweizer Markt. Das Ganze ist ein bisschen aus dem Ufer gelaufen. Und letzten Endes haben dann Polizei und Staatsanwaltschaft eben angefangen, diese Läden zu raiden, haben da Razzien durchgeführt, ohne dass es jetzt eine große Gesetzesänderung gab, sondern einfach nur quasi eine Uminterpretierung dessen, was vorher als Gesetz galt. Vorher haben halt eben die Händler gesagt, naja, Cannabis ist im BTMG in der Schweiz nur dann verboten, wenn es zu Rauschzwecken dient. Und das wurde auch eine Zeit lang anerkannt, wurde dann aber auf einmal nicht mehr anerkannt. Warum die Schweiz so besonders ist für Cannabis, hat aber 2 andere Gründe eigentlich. Nämlich das eine, sie haben extrem früh schon über Modellprojekte diskutiert. Die Schweiz war das erste Land in Europa, was Modellprojekte zur Heroinabgabe gemacht hat für seine Heroinabhängigen. Und die haben eben auch sehr früh schon in den 80er Jahren angefangen, über Modellprojekte zu Cannabis nachzudenken. Es gab diese Forderung dort schon sehr, sehr früh aus der Cannabis-Szene.
Und so ein bisschen haben wir uns das ja dort auch abgeschaut. Wir Deutschen und auch wir vom DHV haben immer darauf geguckt, so, na, was passiert da in der Schweiz? Und es war immer wieder in den Medien, na, die wollen ein Pilotprojekt, die wollen ein Modellprojekt, wo irgendwie 500 Leute erstmal testweise versorgt werden und man sich das dann wissenschaftlich anguckt. Und genau diese Forderung haben wir dann ja hier in Deutschland entwickelt und die wurde ja jetzt auch in den letzten 5 bis 8 Jahren sehr offensiv hier in Deutschland promotet und in vielen Städten wurde darüber diskutiert. Wir haben es hier in Berlin gesehen, das Coffeeshop-Modellprojekt am Görlitzer Park war ein Jahr lang in aller Munde. Ja, wir haben ständig Anrufe bekommen, wo ist denn jetzt dieser Coffeeshop am Görli? Das hat also insgesamt international viel Aufsehen erregt. Allein diese Idee, ja, allein diese Möglichkeit, wir machen ein Modellprojekt, wir legalisieren nicht vollständig, wir machen nicht die Büchse der Pandora auf und ne, oder holen die Katze aus dem Sack, sodass wir sie dann nicht mehr wieder reinkriegen, sondern wir machen einen kleinen Testlauf, wir probieren das mal. Und in der Cannabis-Szene waren wir uns natürlich alle einig, okay, wenn die das probieren, dann werden die sofort sehen, das funktioniert, das ist super, das ist gut. Ja, während die Gegner sich natürlich gedacht haben, okay, wir probieren das aus und dann können wir vielleicht danach sagen, es ist nicht so gut und dann lassen wir es wieder sein. Also insofern ein kleiner, also ein Kompromiss, der im Endeffekt anschlussfähiger war für Prohibitionisten, ne, der es leichter gemacht hat, mit Prohibitionisten darüber zu diskutieren und denen zu vermitteln, hey, das wollen wir. September 2020 hat dann die Schweizer Regierung tatsächlich das BTMG geändert. Das wird tatsächlich hier so anders geschrieben als bei uns. Und hat damit Modellprojekte für Cannabisabgabe ermöglicht. Wir warten jetzt alle darauf, dass die ersten Verkäufe starten werden. Es wird wahrscheinlich nächsten Monat so sein. Das Projekt läuft schon, die Produktion für dieses Modellprojekt läuft schon. Die ersten Leute sind da schon registriert auch als Teilnehmer. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden da wahrscheinlich interessante Zahlen bekommen und in den nächsten Monaten und Jahren noch viel darüber sprechen, was dieses Schweizer Modellprojekt am Ende aussagt. Im August 2022 wurde medizinisches Cannabis verschreibungsfähig. Es war schon vorher über Sondergenehmigungen zugänglich, so ähnlich wie hier in Deutschland vor 2017. Aber seitdem ist es verschreibungsfähig. Die Vergütung über die Krankenkassen erfolgt aber nur in absoluten Ausnahmefällen, also deutlich schwieriger als hier. Export ist geplant, ist aber auch schon seit Jahren geplant in der Schweiz oder wird schon seit Jahren diskutiert. Warten wir es ab. Kommen wir nach Spanien. Die meisten von euch kennen Spanien als cannabisfreundliches Land. Seit den frühen 90er Jahren haben wir dort CSCs gesehen, die gegründet wurden, die eben ja, Cannabis an ihre Mitglieder abgeben. Es gibt dort mittlerweile hunderte solche CSCs, teilweise mit zehntausenden Mitgliedern, ganz viele Touristen auch. Es gab eine Phase so vor, ja, sagen wir 6, 7 Jahren, da wurde in Barcelona und auf den Kanaren wurde in den Fußgängerzonen mit Flyern um neue Mitglieder geworben und die Leute wurden wirklich rangeholt, quasi hier, komm in unseren Social Club. Es war also ein dickes Business, da wurde richtig viel Umsatz gemacht. Wenn man in den Kanaren, auf den Kanaren ist, Lanzarote, Teneriffa und so weiter, sehen die Social Clubs auch teilweise aus wie Coffeeshops. Das sind eigentlich Verkaufsstellen, ja, wo man reingeht und kaufen kann. Man muss halt Mitglied sein, man muss sich halt vorher einmal registrieren. In anderen Gegenden sehen die ganz anders aus und in nochmal anderen Gegenden gibt es die gar nicht. Ja. Also es kommt wirklich sehr darauf an, in welcher Gegend man ist, ob es CSCs in Spanien gibt. Und keiner davon ist legal. Das muss man sich immer bewusst machen. Die sind alle illegal, die sind alle nur toleriert. Aktuell ist in Spanien eine Reform für medizinisches Cannabis geplant, auch schon ein bisschen länger in der Diskussion. Wir warten gespannt. Ich denke, Spanien hat großes Potenzial in diesem Bereich, auch klimatisch, aber halt eben auch wegen dem vielen Know-how. Ja, wir haben da wirklich viele erfahrene Grower durch diese 10, 15 Jahre Cannabis Social Club Geschichte. Und noch haben wir die größte Hanfmesse Europas in Spanien, in Barcelona, die Spanabis. Ich sage noch, weil ich denke, wenn Cannabis hier in Deutschland legalisiert wird, wenn wir in 2 Jahren tatsächlich soweit sind, dann wird sehr wahrscheinlich diese Messe, die Mary Jane hier, die Spanabis ablösen. Das ist meine persönliche Prognose. Portugal, das Nachbarland von Spanien. Auch traditionell sehr spannend, wird von ganz vielen Leuten beobachtet wegen der Entkriminalisierung 2001. Ja, die meisten von euch haben es mitbekommen oder haben es irgendwann mal gehört. Portugiesisches Modell, man entkriminalisiert alle Drogen. Ja, man sorgt dafür, dass Konsumenten wegen geringen, sehr geringen Mengen nicht mehr verfolgt werden, sondern stattdessen kommen die eben in Portugal vor so eine Art Tribunal aus Sozialhilfe, Polizei, Staatsanwaltschaft. Und da wird dann eben entschieden, wie gehen wir mit dir um? Was können wir dir anbieten? Wie können wir dir vielleicht einen Weg aus den Drogen raus ermöglichen oder hast du vielleicht gar kein Problem mit den Drogen?
Das ist nicht immer gut für die Leute. Ja, manchmal ist das für den einen oder anderen Konsumenten vielleicht sogar anstrengender, als irgendwie 100 Euro zu bezahlen. Ja, der muss da Zeit investieren, aber es ist natürlich weniger eine Strafe. Ja, es ist eher ein Angebot und eher eine Hilfe als eine reine Bestrafung, so wie es eben bei uns ist, wo ja immer CDUler und Konservative hier in Deutschland gesagt haben, naja, wir wollen den Leuten helfen, von den Drogen wegzukommen, oder wir wollen denen ja eigentlich was Gutes tun quasi. Wir wollen ja, dass die sich nicht selber schaden. Aber de facto hat man den Menschen geschadet, indem man sie bestraft hat. Und hier in Portugal wurde eben ein anderer Ansatz versucht und wird bis heute anders versucht, was eben ja international beachtet ist auf jeden Fall. Sie haben es damit sehr erfolgreich geschafft, ihre HIV-Zahlen zu drücken. Die hatten extrem hohe HIV-Zahlen in Portugal durch Heroinkonsum, durch einen relativ hohen Heroinkonsum und durch einen sehr schlechten Umgang mit sterilen Nadeln etc. Und durch dieses Entkriminalisierungsgesetz, was gleichzeitig auch Sozialarbeit, Methadonvergabe, Nadeltauschprogramme und so weiter gepusht hat, haben sie die Zahlen tatsächlich drastisch runtergekriegt, was ihre HIV- und Hepatitis-Infektionen angeht. 2018 wurde medizinisches Cannabis in Portugal erlaubt. Bis heute relativ wenig Patienten im Land. Auch hier von Anfang an der Blick auf den Export, auf Arbeitsplätze, Geld, Steuereinnahmen. Mehrere Unternehmen produzieren jetzt vor Ort und die staatliche Cannabisagentur Infarmed hat 2021 etwa 30 Tonnen Cannabis exportiert. Das ist also schon eine sehr solide Menge, weit mehr als Deutschland aktuell verbraucht. Und man kann davon ausgehen, dass da eben vieles für die Dronabinol-Produktion in anderen Ländern verwendet wird oder anderweitig weiterverarbeitet wird. Terpene, was weiß ich, HHC vielleicht jetzt auch. Auf jeden Fall Portugal ein spannendes Land und auch wir in Deutschland importieren portugiesisches Cannabis. Italien hat 2013 bereits medizinisches Cannabis legalisiert, etwas unbeachtet von vielen Leuten, hat damals den Anbau durch die Armee durchführen lassen, was anfangs ziemlich desaströs gescheitert ist, war eine sehr gruselige Qualität von dem Cannabis und es war viel zu wenig, auch für die damals noch geringe Anzahl von Patienten. Mittlerweile ist es deutlich mehr und die Qualität ist auch gestiegen. Ungefähr 500 Kilogramm wurden 2018 produziert. Ich habe leider keine aktuellen Zahlen gefunden, aber ich weiß, dass aktuell Lizenzen vergeben werden für kommerzielle Unternehmen. Also die italienische Regierung hat jetzt auch erkannt, okay, diesen Sonderweg, den wir hier gehen im internationalen Vergleich, unsere Armee das machen zu lassen, auf einem Kasernengelände mit riesigen Zäunen und Maschinengewehren drumherum, den brauchen wir nicht mehr, ja, weil es international kein ähnliches Vorbild gibt, sondern alle machen das über private Unternehmen und die sind im Zweifelsfall besser darin. Ja, also ich bin kein hundertprozentiger Verfechter des Kapitalismus, aber wenn es um die Produktion von einem landwirtschaftlichen Gut geht, dann denke ich, kann man das durchaus privaten Unternehmen überlassen. Genau, es ist der zweitgrößte Markt in Europa, immer noch Importmarkt auf jeden Fall und geschätzt gibt es über 20.000 Patienten. Also nach uns ist Italien definitiv international sehr beachtet bei den Unternehmen, die woanders ihre Überschüsse haben und gucken, wo kriege ich denn mein Gras hin. Da ist Italien halt auch ein interessantes Land. Dänemark, genauso wie Italien, relativ unbeobachtet, haben nicht so viele Leute die Augen drauf. Aber es ist doch recht interessant aufgrund der Medizinalentwicklung eben. Erstmal zunächst traditionell Cannabishandel im Freistaat Christiania schon ewig. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal da war. Man fährt dahin, dann kommt man in dieses ehemalige Kasernengelände hinein und dann stehen halt überall an einer bestimmten Ecke stehen dann Händler. Früher hatten die auch ihre Stände da noch. Die hatten so schöne Holzstände, die sie abends zugeklappt haben und morgens aufgeklappt haben. Diese Stände wurden dann vor 5 Jahren ungefähr abgerissen von den Christianitern selber, also von den Bewohnern des Freistaats, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt hier nicht nur Cannabis-Umschlagplatz sein. Ja, wir wollen zwar einen freiheitlichen Umgang mit Cannabis, wir wollen keine Prohibition, aber wir wollen hier nicht zum Umschlagplatz für ganz Nordeuropa werden, was teilweise so war, dass Skandinavier, Norweger, Schweden etc. alle darunter gefahren sind, um sich zu versorgen. Diese Buden gibt es also nicht mehr, die Händler stehen aber immer noch da, ja, die kriegt man einfach nicht weg, weil es halt irgendwie da möglich ist. Die Polizei macht immer wieder Razzien, das ist nicht toleriert, das ist nicht akzeptiert vom Staat und von der Stadt Kopenhagen, aber es findet statt und es wird immer weiter stattfinden, so ähnlich wie Görlitzer Park, nur noch ein bisschen offener, noch entspannter, noch lockerer, noch freundlicher, ja.
So, wie gesagt, warum ich über Dänemark rede, ist medizinisches Cannabis. 2018 haben wir dort die Erlaubnis für medizinisches Cannabis gesehen und eine wahnsinnig schnelle Lizenzvergabe. Wahnsinnig schnell wurden Lizenzen an Unternehmen vergeben mit einem relativ freien Verfahren. Nicht so eine komplizierte Ausschreibung wie bei uns, sondern ein relativ freies Verfahren. Deutschland wurde instant überholt in der Produktion und wir haben sehr, sehr schnell einen Export nach Deutschland gesehen. Ja, also mehrere kanadische Unternehmen, die 2017 noch dachten, Deutschland wird ihr Einfallstor für Europa, sie werden über Deutschland quasi in Europa sich stark platzieren, die haben dann letzten Endes in Dänemark ihre großen Produktionsanlagen aufgezogen und viel Geld investiert, weil es dort eben viel leichter war, Lizenzen zu bekommen und viel profitabler war. In Deutschland war die Ausschreibung betriebswirtschaftlich ein Desaster für die Unternehmen, weil die mit ihren Preisen konkurrieren mussten. Die mussten sehr niedrige Preise machen, um hier in Deutschland die Lizenz zu bekommen. In anderen Ländern ist man da viel freier. Aktuell haben wir in Dänemark etwa 50 Unternehmen mit einer Produktionslizenz zu kommerziellen Zwecken. Das ist also eine recht eklatante Anzahl für so ein kleines Land. Dafür nur etwa 4.300 Patienten, 2020 jetzt die Zahl in dem Fall. Aber trotzdem, der Vergleich zeigt, ne, in Deutschland haben wir vielleicht ungefähr 100.000 Leute, die in irgendeiner Form mal ein Cannabis-Rezept hatten. Wenn man das will, kann man sie Cannabis-Patienten nennen. Aber nur drei Unternehmen, die produzieren. Also die Diskrepanz ist enorm quasi, wenn man das im Vergleich setzt. Ja, und auch hier, ne, dänisches Cannabis in deutschen Apotheken ist verfügbar. Tschechien, auch wahnsinnig weitgehend beobachtet von vielen Leuten, weil sie 2010 auch hier den Besitz von verschiedenen Drogen entkriminalisiert haben, inklusive 5 Hanfpflanzen auch. Damals 2010 dachten dann viele, okay, Tschechien wird jetzt zum Grower-Mecker, ne, ganz viele Samenfirmen sind in Tschechien mittlerweile ansässig. Das Cannafest, die Messe in Prag wurde zu einem Grower-Hotspot irgendwie. Viele Leute haben über Tschechien damals geredet als das neue Amsterdam. Das hat nicht so ganz geklappt, ja, denn entkriminalisiert heißt halt nicht legal und in der Praxis macht die Polizei immer noch Beschlagnahmen, geht immer noch gegen Läden vor, geht auch gegen Kneipen vor, in denen Cannabis konsumiert wird. Es ist also eine etwas diffizile Situation in Prag, eigentlich immer noch so ein bisschen untergrundig, aber wenn man weiß, wo man hingeht, dann kann man da eine sehr schöne Zeit haben und sehr entspannt, sage ich mal, sein Cannabis konsumieren und erwerben dort auch. 2013 hat Tschechien ein Medizinalhanfprogramm eingeführt, ähnlich wie Italien, sage ich mal, auch anfangs noch recht unbeobachtet. Eine einzige Firma hat dort eine Lizenz erhalten, Ecoplast. Es gab Vorwürfe der Korruption, ja, warum kriegt nur eine Firma eine Produktionslizenz? Die haben die dann nochmal weggenommen bekommen, weil sie nicht geliefert haben und dann haben sie wiederbekommen, ja, auch also relativ unklar, warum, ja, wenn man merkt, okay, die Firma liefert nicht, die schafft es 3-4 Jahre lang nicht, eine Produktion aufzubauen, warum gibt man ihnen dann nochmal eine Lizenz? Bis heute keine wirkliche Produktion im Land, 2021 etwa 4.600 Cannabis-Patienten und ja, jetzt ist eben in der Diskussion, weitere Lizenzen zu vergeben an weitere Unternehmen und das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch sehen. Kommen wir mal auf eine kleine Insel, Malta, traditionell ein Land mit der Bereitschaft, Grauzonen zu betreten, ja, also Casinos, Glücksspiel, solche Geschichten sehen wir ganz viel in Malta, manche bezeichnen es auch als Steuerparadies, irgendwie da kann man sich mit seinem Unternehmen platzieren, um möglichst geringe Steuern zu bezahlen. Und 2018 hat die maltesische Regierung entschieden, okay, wir legalisieren medizinisches Cannabis, ja, wir wollen auch an diesem Markt teilhaben. Bis 2021 gab es dann etwa 1.400 Patienten und die Industrie sollte blühen. Man hatte eben Hoffnungen hier auch auf große Exporte, auf große Gewinne, so ähnlich wie man halt eben mit dem Glücksspiel aus ganz Europa Gewinne abgreifen kann. Ja, wollte man hier Europa mit medizinischem Cannabis versorgen. Das hat nicht so richtig geklappt. 2022 gab es dann den ersten Export nach Deutschland. Diese Exportprobleme hängen halt immer mit den Fragen zusammen, habe ich eine GMP-Produktion, ist das Good Manufacturing Practice, die Produktion, die in dem Land läuft, das ist also ein Standard, der in Deutschland erwartet wird und habe ich eine staatliche Cannabis-Agentur, die den Ansprüchen der deutschen Regierung genügt. Ja, diese beiden Faktoren mussten die Produzenten und die Länder halt jeweils hinkriegen und wir haben ja jetzt gesehen, das haben viele Länder nicht geschafft über Jahre hinweg, es ist gar nicht so einfach. 2021 hat Malta die vollständige Legalisierung beschlossen. Ich denke mal, ihr habt es alle gelesen. Aber auch hier jetzt erstmal noch keine Geschäfte, sondern man hat einen Stufenplan. Man will das also Step by Step quasi etablieren. Angefangen mit 4 Pflanzen Eigenanbau pro Person
und auch das international meines Wissens nach ausnahmslos, sowas gibt's nirgendwo anders, kostenlose staatliche Testmöglichkeiten. Man kann also als Grower mit seiner Ernte oder mit einem Gramm von seiner Ernte zu einer staatlichen Teststelle gehen und dort kostenlos einen Test auf Pilze, andere Verunreinigungen machen etc., um eben Gesundheitsgefahren auszuschließen durch den Eigenanbau. Das finde ich ein ganz interessantes Modell, gerade wenn wir hier in Deutschland von Konservativen gesagt bekommen, ja, Eigenanbau geht auf gar keinen Fall, weil da könntet ihr euch ja selber irgendwie vergiften, indem ihr schädliche Produkte herstellt, ne? Also erstens mal kann ich mich selber um mich selber kümmern, aber zweitens mal, ja, dann bietet mir doch an, das zu testen. Ja, dann macht mir doch ein Angebot, anstatt mich zu kriminalisieren. Das ist doch eigentlich viel freundlicher und viel angenehmer und hilft doch allen viel mehr. Ja, Social Clubs sind im Gesetz in Malta explizit vorgesehen. Ich war bei diesem Experten-Hearing vom Deutschen Bundestag im Allianzforum vor 4 Wochen. Da war eine maltesische Regierungsvertreterin zugeschaltet, die eben auch ganz klar davon gesprochen hat, dass sie das wollen. Dass sie wollen, dass Cannabis Social Clubs entstehen, dass sie wollen, dass erstmal eine Versorgung über Cannabis Social Clubs möglich wird, bevor eine große Kommerzialisierung entsteht. Warum die das jetzt so wollen, ist für mich nicht ganz klar, weil ich bisher eben bei dem Medizinischen immer ganz klar den Eindruck hatte, Malta will Geld verdienen, ja, Malta will in diesen Markt rein, um Kommerzialisierung zu betreiben. Bei Recreational wollen sie das jetzt aber erstmal nicht. Man kann darüber diskutieren, woran das liegt. Ich denke, internationale Verträge und der Druck der EU, sage ich mal, spielen da eine große Rolle, dass wenn man sowieso schon so ein bisschen das Schlaglicht auf sich selber hat als Land, so hey, wir machen hier ganz viel Online-Glücksspiel, wir machen hier, wir helfen den Unternehmen weniger Steuern zu bezahlen als in ihren Heimatländern und so weiter und so fort, dann will man nicht zu weit nach vorne preschen mit so einer Sache, dann will man eher, sage ich mal, mitschwimmen im allgemeinen Strom. Das ist meine Theorie dazu, ja, vielleicht gibt's auch andere Gründe. Wie gesagt, kommerzielle Produktion und Handel sollen folgen, das ist fest vorgesehen, aber im Moment noch nicht da. Edibles und Konzentrate sollen noch später folgen, ja, das soll also Stufe 3 quasi sein, weil die Dame hat das in ihrer Präsentation damals gesagt, man eben bei den Edibles und den Konzentraten ein deutlich höheres Risiko sieht, dass da Unfälle geschehen, dass da Probleme geschehen und insofern will man das eben als letzte Stufe haben, wo man sich noch besser darauf vorbereitet und wo man auch durch die vorherigen Stufen die Bevölkerung schon mal darauf vorbereitet hat. Ne, dass die Leute sich schon mal langsam dran gewöhnen, den Umgang mit Cannabis lernen und dann eben ja hoffentlich weniger Probleme entstehen. Natürlich gibt es in Europa ganz viele andere Entwicklungen noch, die super spannend sind. Ja, wir haben die skandinavischen Länder, die weiter repressiv sind. Wir haben Albanien als wohl größten illegalen Produzenten Europas. Ja, tonnenweise Cannabis werden in Albanien produziert. Nordmazedonien hat 2016 medizinisches Cannabis erlaubt. Ich wurde damals unglaublich viele E-Mails von nordmazedonischen Unternehmen bekommen, die ihr Gras hier nach Deutschland exportieren wollten. Keines davon hat es geschafft am Ende. Ja, bis heute haben wir keinen Export aus Nordmazedonien. Das liegt wohl am Versagen der Regierung, sage ich mal. Oder sie haben es halt nicht geschafft, eine nationale Cannabis-Agentur zu etablieren. Womöglich wird sich das ändern, ja, womöglich werden sie es hinkriegen. Es gab auf jeden Fall Produzenten und ich vermute, es gibt auch immer noch Produzenten dort, die auf ihrer Ware sitzen und nicht so richtig wissen, wohin. Gleichzeitig haben wir dort auch einen großen Schwarzmarktsektor im ganzen Balkanraum und seit 2015 eigentlich schon gab es immer wieder Zeitungsberichte, dass große Mengen Cannabisöl beschlagnahmt wurden, die aus dem Balkanraum nach Westen transportiert wurden. Das heißt, hier wurde lange Zeit auch viel Cannabisöl produziert und man kann nur spekulieren, aber wahrscheinlich wird von dem nordmazedonischen legalen Cannabis durchaus auch einiges in illegale Märkte jetzt gepumpt. Polen hat 2018 medizinisches Cannabis legalisiert, direkt folgend auf Deutschland, hat aktuell ungefähr 1400 Patienten oder 2021 war das, hat keine eigene Produktion, ist also immer noch ein etwas kleinerer Markt, aber ist ein Importmarkt und ist deswegen halt natürlich für Unternehmen aus Kanada und aus anderen Ländern sehr spannend. Kroatien 2015, gleiches Spiel, wenig Patienten, Import, keine Produktion. Produktion war damals geplant, aber hat wohl nicht so gut funktioniert. Georgien 2018, Verfassungsgerichtsurteil, ähnlich wie in Mexiko und anderen Gegenden. Cannabisbesitz zum Eigenbedarf ist legal. Ja, da hatte ein bekannter Cannabis-Aktivist geklagt, der hatte auch damals eine öffentliche Kampagne gemacht, Spenden gesammelt und so weiter. Und der ist tatsächlich durchgekommen. Cannabisbesitz zum Eigenbedarf ist legal, nur kein Anbau, kein Handel darf betrieben werden.
In der Praxis scheint es ähnlich wie in Mexiko zu sein, dass man sich dann wirklich vor Gericht auf dieses Urteil berufen muss und wirklich vor Gericht nochmal kämpfen muss, ja, dass also tatsächlich durchaus auch Leute erstmal Strafbefehle oder Verfahren halt bekommen, anstatt dass sie sofort freigesprochen werden. Aber letzten Endes kann man sich in Georgien darauf berufen. So, das war ein wilder Ritt, ich weiß. Es ging schnell und es war viel. Ich hoffe, ihr habt noch ein kleines bisschen Aufnahmefähigkeit, denn ich habe noch ein paar globale Zahlen und Eckdaten irgendwie, die ich euch noch kurz präsentieren wollte, bevor ich zu meinen Schlussfolgerungen aus diesem ganzen Kram komme. Hier seht ihr erstmal eine Statistik, die ihr vielleicht, wenn ihr uns im Internet verfolgt, schon mal gesehen habt. Ja, die legalisierte Weltbevölkerung. Wir haben in den letzten 10 Jahren gesehen, wie eben weltweit immer mehr Menschen legalen Zugang zu Cannabis haben. Und hier seht ihr eben, wie sich die Zahlen gesteigert haben. Das sind insbesondere US-Bundesstaaten, aber halt auch Kanada und Uruguay. Und bei 2022 ist Thailand noch nicht dabei. Ja? Also wenn wir Thailand mit dazu zählen würden, wären das nochmal deutlich mehr. Und wenn Deutschland dazu kommen wird, 80 Millionen, dann werden es auch nochmal deutlich mehr. Also Deutschland wird hier einen ganz, ganz großen Faktor haben und tatsächlich, wenn Deutschland dann Cannabis legalisiert hat, werden wir der größte legale Cannabismarkt weltweit sein. Hier seht ihr ein bisschen die Verteilung von Ländern, die medizinisches Cannabis erlaubt haben. Ja, in Afrika haben wir aktuell nur 3. Das Lilane sind die Blüten, die auch Blüten erlauben. Das Schraffierte sind die nur Fertigarzneimittel oder meistens Sativex und Dronabinol halt erlauben. Und das Graue sind die gar nichts erlauben. Und da sehen wir doch schon sehr schön, da ist nicht mehr so viel Grau auf der Welt. Ja, also medizinisches Cannabis hat sich international doch sehr, sehr gut durchgesetzt, hat sehr gute Akzeptanz gefunden und immer mehr Länder wollen dort eben mitspielen. Und hier sehen wir nochmal die Produktionsmengen international und das Lilane, die Lagermenge international. Ja, das ist also das, was international weltweit an Cannabis, an medizinischem Cannabis rumliegt in irgendwelchen Lagerhallen und darauf wartet, verbraucht zu werden. Ganz oben wären also 1800 Tonnen. Das ist eine ganze Menge. Wir verbrauchen in Deutschland nach aktuellen Schätzungen 260 Tonnen ungefähr im Jahr für Recreational. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, über Import unseren Bedarf zu decken in den ersten 1-2 Jahren, wenn das nötig sein sollte. Wenn man sich mit den internationalen Verträgen darauf einigt, dass es möglich ist, Recreational Cannabis weltweit zu handeln. Experten streiten darüber, aber grundsätzlich gibt es wohl theoretisch Möglichkeiten, das irgendwie zu erzielen. Und es könnte sein, dass wir es eben so schaffen, dann auch ohne, dass die Produktion hier sofort von 0 auf 100 steigt, erstmal den Bedarf in Deutschland zu decken. Gleichzeitig, ja, weltweit wird legalisiert, weltweit wird die legale Produktion immer mehr hochgeschraubt, alles verändert sich, alle reden darüber, aber die Razzien bleiben trotzdem da. Ja, über 50% der weltweiten Beschlagnahmungen von Drogen sind Cannabis. Cannabis ist immer noch die am meisten beschlagnahmte Droge der Welt. Und die Mengen sind im letzten Jahr nochmal deutlich gestiegen. Wir sehen jetzt hier leider nur Haschisch, das ist jetzt nur Resin. Aber hier seht ihr 2020 mehr Beschlagnahmung als in den letzten 40 Jahren quasi. Das lag natürlich an EncroChat, an dem großen Krypto-Handy-Desaster, ja, wo Geheimdienste Krypto-Handys gehackt haben, um dann die Daten an die Polizei zu geben, damit die wiederum einfache Kriminelle jagen kann quasi. Etwas, was in Deutschland mit der historischen Erfahrung aus dem Nationalsozialismus eigentlich nicht so gern gesehen wird. Aber die Franzosen haben das gemacht, haben die Daten an ganz viele Länder weitergegeben. Das hat eben zu enorm vielen Beschlagnahmungen geführt. Und auch wenn das jetzt mit diesem einzelnen Fall sehr direkt zusammenhängt, ist es doch ein Zeichen so, okay, die Repression nimmt nicht ab. Ja, international, genauso wie in Deutschland, führt diese Legalisierungsdiskussion nicht dazu, dass die Repression insgesamt abnehmen würde, sondern ja, ganz im Gegenteil, die Aufmerksamkeit der Staaten, die Aufmerksamkeit der Behörden scheint teilweise sogar noch zu steigen. So, was schlussfolgere ich aus all dem Gesagten hier? Als allererstes etwas, was ich damals schon immer
prognostiziert habe, die Gesetzesänderung 2017, dieses medizinische Cannabis als verschreibungsfähiges Rezepturarzneimittel in Deutschland, war ein Gamechanger. Wir haben damit einen ganz anderen Ansatz gewählt als die meisten anderen Medizinal-Cannabis-Länder. Wir haben Medizinal-Cannabis ins stinknormale medizinische System geholt, wir haben es in die Apotheken geholt, wir haben den ganz normalen Ärzten, die ganz normalen Ärzte damit beschäftigt, ja, und das hat einfach international wahnsinnig viel Aufsehen erregt, auch natürlich, weil Deutschland wirtschaftlich und politisch eine Führungsmacht ist, sowohl in der EU als auch international, sehr stark beobachtet, ganz viele Länder orientieren sich an Deutschland. Wenn in Deutschland zum Beispiel ein Medikament zugelassen wird, jetzt mal ein traditionelles Medikament, wird das in den meisten anderen Ländern der EU einfach durchgewunken. Und bei medizinischem Cannabis haben wir das eben auch beobachtet, dass, und das habt ihr im Vortrag eben gesehen, die meisten Länder, die etwas geändert haben, waren zwischen 2016 und 2020. Ja, also das war wirklich die Zeit, wo international medizinisches Cannabis durchgerauscht ist. Und die Ankündigung der deutschen Regierung kam eben schon 2016. Und schon diese Ankündigung hat eben bei anderen Politikern ja die Ohren geöffnet, die Augen geöffnet und auch ein bisschen den Mut wachsen lassen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und Änderungen anzugehen. Wie gesagt, trotz positivem globalen Trend steigt die Repression vielerorts weiter an. Das ist ein Problem, aber ich gehe davon aus, das wird sich in den nächsten Jahren langsam lösen. Ja, je legaler die Märkte sind, desto entspannter wird die Stimmung vielerorts werden. Und wenn wir uns diesen 2017er Schritt angucken, dann wird sehr wahrscheinlich die vollständige Legalisierung in Deutschland einen weltweiten Boom auslösen. Ja, also wenn Deutschland diesen Schritt geht und Deutschland wirklich sich bereit erklärt, Recreational Cannabis für jeden ab 18 zugänglich zu machen, dann kann das jedes andere Land der Welt auch. Kanada war schon ein riesiger Schritt, der erste G7-Staat, der das gewagt hat, ja, eine Wirtschaftsmacht. Aber Deutschland ist doch nochmal spezieller, ist eben über die EU auch eine Führungsmacht. Viele in der EU werden es nachmachen und wenn es in der EU viele nachgemacht haben, werden es auch weltweit viele nachmachen. Meine These, in 10 Jahren werde ich diesen Vortrag so nicht mehr halten können, sonst würde ich 2 Tage hier stehen. Die vollständige Legalisierung, ja genau, das hatten wir eben. Und es gibt genug Cannabis für uns. Es ist ja eine glückliche Nachricht eigentlich. Es gibt genügend Cannabis auf der ganzen Welt. Wir brauchen uns gar keine Sorgen machen. Es ist da, ja, wir müssen es nur holen und dann werden wir es haben und dann werden wir es genießen können. Und insofern, die Möglichkeiten sind groß für Deutschland. Wir haben gute Chancen, hier eine andere Welt zu erleben und wir haben gute Chancen, die Legalisierung vernünftig umzusetzen. Und weil ich zu Deutschland nicht viel gesagt habe, wundert ihr euch vielleicht, wird jetzt gleich mein Chef Georg Wurth hier eine Präsentation halten und euch mehr dazu sagen, was in Deutschland geplant ist, was die Regierung vorhat, wie es sich entwickelt. Und ja, ich selber bin ganz gespannt darauf und hoffe, ihr habt diesen Vortrag genossen, habt ein paar Informationen mitnehmen können und wünsche euch noch eine wunderschöne Messe und einen schönen Tag.